Machst du? Die dürfen sich gerne natürlich da hinten. Kann sind noch Stühle. Das ist so. Nee, die sind oben. Das haben uns tatsächlich. Hallo, jetzt kriegen wir Anliegen. Ja. Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend hier ganz herzlich in den Räumen der Unionsstiftung begrüßen. Mein Name ist Hans-Georg Wagen, ich bin der Vorsitzende des Vorstandes der Unionsstiftung. Und die Unionsstiftung macht nicht nur die erste Veranstaltung, die sich damit befasst, wie können wir unsere Gesellschaft, unsere Menschen, unsere Region stark machen mit neuen Energien? Wie können wir damit umgehen, dass immer wieder gefordert wird, wir müssen eine Energiewende herbeiführen, aber wie wird das bezahlbar sein? Wir haben im vergangenen Jahr eine große Veranstaltung gehabt im Zusammenhang mit Wasserstoff. Das wollen wir fortsetzen und heute befassen wir uns mit Geothermie. Sitzen wir eigentlich auf dem größten Geothermiekraftwerk in Europa oder der größten Möglichkeit? Wir haben die Löcher schon gebohrt, meine Damen und Herren. Wer zu Gondwana nach Schiffweiler geht, der stellt fest, dort kommt Wasser aus der Erde, das hat 30 Grad. Es sieht zwar nicht ganz klar aus, aber es hat 30 Grad. Und kann man nicht damit etwas machen? Alles das sind Fragen, zu denen wir uns heute Fachleute eingeladen haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir diese Veranstaltung heute Abend mit der ASCO Europa Stiftung zusammen durchführen können. Hierzu werden noch einige Worte gewechselt werden. Herzlich willkommen und ich hoffe für uns alle heute auf eine interessante Diskussion. Ja, meine Damen und Herren, also es freut uns sehr, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Mein Name ist Michael Scholl, ich bin der Geschäftsführer und mit meiner Kollegin Maike Kates, sie ist Vorstandsmitglied bei der ASCO Europa Stiftung, haben wir die Veranstaltung gemeinsam konzipiert. Und ich wollte auch noch ein paar Gäste begrüßen. Also wir haben heute Abend ja volles Haus, also knapp 100 Anmeldungen von Personen, die heute Abend zu uns kommen. Und ein paar möchte ich noch begrüßen. Aus dem Saarischen Landtag ist bei uns Stefan Thielen, er ist Abgeordneter aus Merzig. Für die Wirtschaft begrüße ich Herrn Professor Edwin Kohl stellvertretend und für die Wissenschaft Herrn Professor Heck vom Umweltcampus Birkenfeld. Er ist uns, glaube ich, online hinzugeschaltet. Also, er ist da. Genau. Hallo, Herr Professor Heck. Genau. Herzlich willkommen, Schön, dass Sie heute Abend hier sind und für die Unionsstiftung auch aus dem Vorstand Frau Waschbisch und Herr Dr. Prosowski, die hier gemeinsam mit Hans-Georg Waken den Vorstand leiten. Ja, ganz herzlichen Dank, Michael. Unsere Kooperation besteht ja jetzt schon seit längerem. Ganz intensiv haben wir uns in der Reihe Kommunen und Nachhaltigkeit mit den verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit beschäftigt. Die ASCO Europa Stiftung ist tief in den Themen Nachhaltigkeit, Europa und wie können wir die Zivilgesellschaft mit einbinden unterwegs. Wir sind heute auch mit dem ganzen Team da, mit Frau Weyand, mit unserer FSJlerin. Auch der Ehrenvorsitzende des Kuratoriums, Herr Beck, ist da, mein Kollege Marco Wölflinger im Vorstand. Und wir freuen uns, ich will es mal so sagen, dass die Bude voll ist. Und wir freuen uns auch nachher auf spannende Gespräche. Ich meine, es steht ja das Klimaschutzgesetz an im Saarland 2023. Darüber werden wir natürlich auch
diskutieren, welche Chancen gibt es da für die Geothermie und, wie Sie auch schon eingangs angekündigt haben, Herr Waken, wie können wir auch im Saarland zu oder uns bestmöglich in den Strukturwandel einbringen im Rahmen der Fragen zur nachhaltigen Energie. Also ich freue mich und würde jetzt übergeben an den Herrn Dr. Rentmeister. Er ist Leiter Standortpolitik von der IHK hier im Saarland und Sie werden jetzt gleich auch noch ein paar Worte zu unseren Referenten sagen, auf die ich mich sehr freue. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Abend. Und ich glaube, man kann immer noch sagen, ein frohes neues Jahr. Hoffen wir, dass dieses Jahr besser wird als die vergangenen drei letzten. Die haben uns doch in vielerlei Hinsicht arg gebeutelt. Ja, ich möchte die beiden Experten vorstellen, die heute zunächst einmal einen Vortrag halten werden. Und dann in eine Gesprächsrunde einsteigen werden, zunächst mit mir. Aber ich habe mir vorgenommen, vielleicht ein, zwei Fragen so als Eisbrecher zu stellen und dann direkt die Runde zu öffnen für Fragen von Ihnen, damit dann auch ordentlich Diskussion zustande kommt. Ich möchte bitten, dass Sie bei diesen Fragen auf Co-Referate verzichten, das heißt wirklich nur Fragen stellen. Für Co-Referate oder tiefergehende Diskussionen bietet sich das gemeinsame Zusammentreffen hinterher sicherlich noch an. Aber wir wollen möglichst viele Fragen stellen, weil wir ja auch Zuschauer draußen haben. Diese Veranstaltung wird ja gestreamt. Ich weiß nicht, wie es möglich ist und ob es vorgesehen ist, dass auch von außerhalb Fragen gestellt werden im Chat, die dann bitte einfach Hand heben und dann reinreichen oder am besten direkt vorlesen. Dann können wir auch die, die jetzt nicht hier im Saal sind, dabei mit berücksichtigen. Ja, kommen wir kurz zur Vorstellung. Da hätten wir zum einen Herrn Professor Bauer und zum anderen Herrn Neu. Beide verfügen über eine ingenieurtechnische Ausbildung in dem Bereich Bergbau und Ressourcengewinnung. Beide waren tätig im Steinkohlenbergbau über mehrere Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Und beide haben sich anschließend anderen Themenfeldern gewidmet. Da ist zum einen der akademische Part vom Herrn Professor Bauer, der bei der RWTH in Aachen einen Lehrstuhl betreut. Ich glaube, da geht es auch nicht nur um die technischen Sachen, sondern auch um Arbeitssicherheit und sowas alles. Und er ist auch Unternehmer, genauso wie Thomas Neu Unternehmer ist. Und beide haben sich verschrieben dem Thema Geothermie. Sowohl was Forschung und Entwicklung angeht, also Wissenschaft, wie dann auch konkrete Projekte, um Geothermie voranzutreiben. Wir kennen uns schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, mindestens 10 Jahre, weil die IHK hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch immer Mittler zwischen Wissenschaft und Unternehmen zu sein. Und es wurden bei uns in der IHK eine Reihe von Abschlussveranstaltungen für hochinteressante Forschungsprojekte abgehalten. Aber dazu werden wir gleich in dem Vortrag noch was hören. Ja, wir kennen uns, wie gesagt, seit etlichen Jahren und deshalb haben wir auch gesagt, wir bleiben dann beim Du. Das ist dann ohnehin immer ganz gut, weil bei so einer Diskussion rutscht einem das dann ja da doch nochmal irgendwann raus. Und dann sind Sie nicht irritiert, wenn Sie wissen, dass wir uns ohnehin duzen. Matthias, möchtest du anfangen oder Thomas mit dem Vortrag? Ja, Uwe, schönen Dank. Zunächst mal Herr Waken, Frau Kates, Herr Scholl, als Sie letztes Jahr anriefen und fragten, ob ich zu dem Thema vortragen möchte, habe ich zum einen gesagt, wenn ich komme, bringe ich meinen Partner mit, weil wir mehr als 10 Jahren uns der Geothermie immer zusammen gewidmet haben. Und zum anderen möchte ich eigentlich gar nicht kommen, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich den Herrn Scholl so ein bisschen hingehalten. Ich war in der Phase frustriert und Sie muntern mich auf. Denn über 10 Jahre, wir haben Veranstaltungen
gemacht, da waren wir im kleinen Kreise, ne? Da hätten wir uns die Hand geben können. Und vielleicht muss es in der Sorge um den kalten Hintern gelegen haben, vielleicht aber auch an Ihrem Interesse, letzteres setze ich voraus, dass jetzt so ein voller Raum zustande gekommen ist. Das freut mich, denn wir haben es tatsächlich über 10 Jahre haben wir uns so ein bisschen als Rufer in der Wüste empfunden und dann resigniert man, dann frustriert man. Und nicht, dass ich Golf spielen gehen möchte, aber ich war kurz davor, doch zu sagen, aus dem Thema gehe ich raus. Insofern vielen Dank am Interesse. Ob Sie das wohlwollend aufnehmen oder kritisch, das zeigt nachher die Diskussion, da sind wir gerne offen. Wie haben wir es uns gedacht vom Ablauf her? Das heißt, ich will in meiner mir eigenen Art, weil ich in meiner Vergangenheit durchaus mal an der Schwelle zur Berufspolitik ja mal stand und einer großen Partei des hiesigen Hauses durchaus sehr wohlgetan bin, will ich durchaus ein paar politische Anmerkungen machen zu dieser Vergangenheit und zur Aktualität, die Sie gar nicht teilen müssen, aber die Sie sich anhören müssen. Und zum Zweiten dann wollen wir übergehen, das wird der Neumachen, der wird also nochmal kurz, aber auch nur kurz und knapp sagen, was ist die tiefe Geothermie in Abgrenzung auch insbesondere zur oberflächennahen Geothermie. Wir haben zu beiden jeweils 1000 Seiten geschrieben. Wir wollen keine Bücher verkaufen. Sie können die Abschlussberichte zu den Forschungsprojekten bei uns streamen, kostenfrei. Aber wir möchten darauf hinweisen, dass wir die Dinge publik gemacht haben, aber im Saarland kaum Interesse gefunden haben. Das Interesse auch in der Zusammenarbeit, die Forschungspartner waren meistens nicht saarländisch. Und wir werden dann, der Herr Neu wird in seiner Funktion als langjähriger Planer, aber auch als verantwortlicher Geschäftsführer einer Bohrung dann berichten an einem Beispiel, Traunreut. Darüber hinaus aber auch aus seiner Beratungstätigkeit in vielen anderen Geothermieprojekten. Wir haben ja einige in Deutschland, die inzwischen gut laufen. Und wir wollen dann kurz einen Überblick, was haben wir an Wissenschaft mit Förderung, mit öffentlichen Geldern. Wir haben über 8 Millionen Euro ins kleine Saarland geholt über meine CBM und haben damit recht gute Ergebnisse erwirtschaftet, die international hohe Akzeptanz haben, die auch gut diskutiert werden. Und die wollen wir ein bisschen lokal jetzt auch verbreiten. Und wir würden abschließen mit Ideen für das Saarland aus unserer Sicht, mit Ansätzen. Wir sind mit Sicherheit nicht das höfigste Gebiet, aber angesichts der aktuellen Situation lohnt es sehr, nochmal über das Thema tiefe Geothermie zu sprechen. Will ich beginnen mit diesen politischen Anmerkungen. Wenn Sie sehen, dann ist hier ein Blatt der Vereinten Nationen 2016. Und die Vereinten Nationen 2016 haben nochmal unter Punkt 7 hier gesagt, Zugang zur Energie muss bezahlbar sein, muss verlässlich sein, muss nachhaltig sein, muss zeitgemäß Energie zur Verfügung stellen können. Und das hat uns als Praktiker aus dem Energiesektor kommend nochmal sehr stark erinnert an unseren Begriff des Energiemix. Und wenn Sie den Energiemix in der alten Definition bis 2000 sehr innig verbreitet und benutzt sehen, dann haben wir die Versorgungssicherheit, dann haben wir die Wirtschaftlichkeit und dann haben wir die Umweltverträglichkeit. Was fehlt, ist, ich sage mal, die zeitgerechte Anpassung. Und ja, auch wir aus der Kohle kommen, haben die Zeichen der Zeit erkannt. Wir brauchen die Energiewende, wir brauchen stärkeren Anteil an Erneuerbaren. Aber wir müssen ein paar Gesetzmäßigkeiten dabei beachten. Einmal wird zu wenig differenziert zwischen Strom und Wärme. Wir diskutieren zu viel über Strom und vergessen dabei die größere Abhängigkeit im Bereich der Wärme. Und das andere, wir müssen Privat und Industrie auch nochmal differenziert diskutieren. Und da wollen wir so ein bisschen nochmal mit reinhauen in diese Kerbe. Und ich sage mal ganz provokativ, wir haben in der Energiepolitik in Deutschland in den letzten 20 Jahren große Fehler gemacht. Um nicht zu sagen, sie hat nicht richtig stattgefunden, die Energiepolitik, weil wir sie zum großen Teil den freien Kräften des Marktes überlassen haben. Und das war einer der gravierendsten Fehler. Und wenn ich jetzt den Herrn Habeck vor wenigen Tagen in Oslo habe hören sagen, dass er gesagt hat, wir sind nicht in der Lage, wo wir noch wählen dürfen. Das hat er gesagt bei Vertragsabschlüssen. Das heißt, es wird Gas gekauft, koste es, was es wolle. Die Preisgestellung ist eigentlich nicht interessant. Das ist wie, wenn Sie einen Handwerker anrufen, weil Sie einen Wasserrohrbruch haben und sagen, können Sie kommen, ist egal, was es kostet, ne? Aber gleich. Und in der Lage sind wir, und da sind wir nicht selbst verschuldet. In die Lage haben wir uns hineingebracht. Und wenn ich die Diskussionen noch kenne mit meinem Freund Peter Altmaier 2012,
Kurz zuvor sind wir in Hektik und Panik aus der Kernenergie ausgestiegen in der Bundesregierung. Der Kohlebeschluss 2012 im Saarland, 2018 auf Bundesebene war schon beschlossen. Der Beginn des Braunkohleausstiegs wurde zumindest diskutiert. Dann hat er 2012, ich zitiere ihn mal nochmal, es gibt keinen Masterplan, wie man beides hinbekommt, eine sichere Energieversorgung und gleichzeitigen Ausstieg. Das heißt, die Politik sagt sogar offen, damals in seiner Funktion als Umweltminister, späterer Wirtschaftsminister, er hat keinen Plan. Und die Begründung, keiner war bereit, Milliardenkosten für mehr Absicherung zu zahlen, nicht die Politik, nicht die Wirtschaftsbosse und nicht der Bürger. Zitat Ende. Und das ist die Kritik, die ich nicht an ihm als Einzelperson habe, sondern generell an den über 20 Jahren Energiepolitik, die so nicht stattgefunden hat. Man hat sie der RWE, man hat sie der E.ON, man hat sie der BASF überlassen, die dann natürlich auch ihre Wirtschaftsinteressen vertreten. Was soll ein Unternehmer tun? Ich bin Unternehmer, habe knapp über 30 Beschäftigte. Was muss ich gucken? Ich muss gucken, dass meine Kasse stimmt, damit ich die Löhne und Gehälter bezahlen kann. Und diese Unternehmen machen nichts anderes. Und deswegen ist damals der Energiemix verraten und verkauft worden. Und wir haben dem Irrglauben nachgehangen, Energie steht unbegrenzt zur Verfügung, man muss sie am freien Markt nur einkaufen. Und wenn Sie sehen, unter Kanzler Schmidt hatten wir eine Gasabhängigkeit von Russland von 30%. Sie ist beim Kohl auf 33% gestiegen. Sie ist dann weiter gestiegen, als der Kanzler Schröder 10 Tage vor seinem Amtsabtritt noch schnell Nord Stream 1 genehmigt hat und dann in den Gazprom-Aufsichtsrat gewechselt hat. Sie ist dann gestiegen unter Merkel auf 55% Abhängigkeit von russischem Gas. Als Unternehmer, wo ich einen Kunden habe, 55% Umsatz, weiß ich, dass ich ein großes Risiko eingehe, wenn der krank wird. Dann habe ich nämlich nicht nur einen Husten, sondern die feste Grippe. Und die haben wir jetzt. Die feste Grippe haben wir und jetzt wird in Katar, jetzt wird in Norwegen überall gekauft, koste es, was es wolle. Fehler der Vergangenheit holen uns ein. Insofern sind wir froh. Wir sagen nicht, die Geothermie ist der Heilsbringer. Jede Energieversorgung, jede Form von Energiegewinnung aus der Erde hat Nebenwirkungen. Und es gilt, die abzuwägen, aber wir sagen, in dem Energiemix, den wir brauchen, das heißt, wir brauchen eine Grundlast. Und sorry, wenn ich die Kritik habe, das werde ich gleich nochmal zeigen, wenn ich von der STEAG im Moment was lese, dann lese ich nur, die Grundlast wird abgesichert durch Gas. Vorgestern in der Zeitung. Ja, dann habe ich ja schon wieder die Abhängigkeit. Wir haben 45 Milliarden Kubikmeter Gas in Deutschland geologisch erschlossen liegen. Das ist ein halber Jahresverbrauch. In einem halben Jahr habe ich nichts mehr. Und wollen wir an die 2 Billionen Kubikmeter Schiefergesteinsgas ran, brauchen wir Fracking. Wollen wir aber auch nicht in Deutschland. Ja, was wollen wir denn? Wo wollen wir denn die Energie herhaben? Ja, und das sind die Themen. Das heißt, Herr Wascher, danke, das war der einzige Artikel, den die Saarbrücker Zeitung zur Geothermie gebracht hat, 2016. Wir, die Rufer in der Wüste, wir sind müde geworden. Und wir haben 2014 diese Zeitschrift mit Professor Jacobi, Professor Frieden herausgegeben. Das Essential ist 36.000 Mal innerhalb der ersten Woche abgerufen worden. Ich glaube, die Zahl der Abrufe im Saarland war einstellig. Wir haben danach auch aufgehört, das weiterverfolgen zu wollen. Und noch so ein paar Artikel, ganz aktuell aus der Saarbrücker Zeitung. Will nicht die Saarbrücker Zeitung anprangern, ich prangere dahinter die Redenden. Denn das Thema bei Erneuerbaren wird die Geothermie nicht geredet. Sie ist 2014 aus dem Koalitionsvertrag still und heimlich verschwunden. Das war mein Vorwurf damals an Peter Altmaier, nachdem in Landau ein bisschen die Erde gewackelt hat, deutlich weniger wie im Steinkohle und nachdem dort Bodenbewegungen auftraten, weil ingenieurmäßig handwerkliche Fehler gemacht wurden. Und wenn dann sogenannte selbsternannte Expertenrunden sich einfinden und über alles reden, über Sonne, Wind und Sterne, aber nicht über die Geothermie, dann finde ich das nicht fachlich gerecht. Sorry für diese polemische Aussage, aber dann geht einem tatsächlich der Blutdruck etwas höher. Und wenn die Stadt Saarbrücken, ich habe gelesen, toll, dass sie vertreten ist, die viel gepriesene, von uns hochgehaltene Fernwärmeschiene West, wenn wir die haben inzwischen verrotten lassen und Saarbrücken sich abkoppelt und Insellösungen, dann zeigt das nochmal die richtige Lösung in den richtigen Weg, aber leider spät. Wir hätten das Ding früher nochmal instand setzen müssen. Wir hatten die Infrastruktur und der Thomas Neu kommt nachher nochmal drauf zurück. Klimaschutzgesetz ist angesprochen worden und auch da lese ich nichts zur tiefen Geothermie.
Und wenn ich dann sehe, dass ich, was lese ich? Ich lese wieder Streitigkeiten. Darf ich jetzt einen Windkraftrad noch aufstellen? Ja oder nein? Die Pfälzer rücken mal jetzt ein bisschen dichter ans bewohnte Gebiet dran seit heute. Ne? Das heißt, das ist zu kurz gesprungen in der Diskussion, die wir brauchen, weil wir diskutieren über Wärme und 41% des Wärmemarktes wird zurzeit mit Gas befeuert. Und wenn wir da weg wollen, dann brauchen wir in der Grundlast Energieversorger. Und das darf nicht wiederum das Gas sein, zumindest beim Strom nicht und in der Wärme. Das ist soweit meine Vorrede. Und wenn Sie sehen, außerhalb des Saarlandes, sorry, wenn ich es als Saarländer so provokativ sagen muss, ist man ein bisschen aus dem Schlaf erwacht. Die Bayern, die Stadt München wird bis 2030 100% ihrer Wärme durch Geothermie abdecken. Die sind natürlich geologisch ein bisschen bevorteilt, aber technisch machbar ist es auch bei uns. Und wenn Sie sehen, andere Zeitschriften diskutieren oder dort wird diskutiert und auch publiziert. Und da ist die Geothermie schon wieder erwacht. Das heißt auch aktuell, das muss man den Grünen durchaus zugutehalten, auch einem Habeck zugutehalten, dass er die Rahmenbedingungen im Moment nochmal auch für diese Energieversorgungsträger verbessert. Also mein Credo zum Einstieg, wir haben viel geschlafen. Die Zeit ist schon kurz nach 12. Wir müssen Gas geben. Da unten ist es warm. Und wir können die Wärme nutzen, die ist CO2-neutral, sie ist immer verfügbar, sie hat 7.600 Stunden, die sie wie ein Kernkraftwerk zur Verfügung stehen kann. Wir müssen es nur wollen und wir dürfen es nicht nur preislich diskutieren, wir dürfen es nicht nur den Energieversorgern überlassen. Thomas, dein Part. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, dass Matthias Bauer sehr emotional an die Sache herangeht. Nicht verwunderlich, wenn man jahrelang hier im Saarland von Pontius zu Pilatus rennt, mit der Politik spricht, mit den Stadtwerken spricht, mit den Energieunternehmen spricht. Freundliches Desinteresse. Woran das liegen mag, können wir trefflich diskutieren. Geschehen ist so gut wie nichts. Dass Handlungsbedarf besteht, meine Damen und Herren, darüber brauchen wir uns, glaube ich, hier gar nicht weiter zu auszutauschen. Das sieht wohl jeder mittlerweile. Saarbrücker Zeitung heute Morgen, Hinweis auf einen Fernsehbeitrag heute Abend. Matthias Bauer hat es gerade schon gesagt, wir sind nicht gegen Windkraft, wir sind nicht gegen Photovoltaik, wir sind nicht gegen Biomasse, wir sind nicht, weiß ich nicht was, gegen noch alles. Nein, wir reden einem vernünftigen, rational durchdachten Energiemix das Wort. Da hat jeder dieser Erzeugungsmöglichkeiten seinen Platz sind, je nachdem, wie technisch, wirtschaftlich, ökologisch es eben ist. Wir brauchen den Energiemix, dazu gehören alle dazu. Die Ausführung von Matthias Bauer möchte ich mich zusammenfassen mit einem Zitat von Dante Alighieri. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Hier im Saarland würde ich sagen, wir warten mal ab. Gucke ich nach Bayern, wo ich die letzten Jahrzehnte sehr aktiv unterwegs gewesen bin, dort packt man an und handelt. Mittlerweile übrigens auch in der Pfalz. Was ist denn überhaupt Geothermie? Worüber reden wir denn gerade? Geothermie ist nichts anderes als die Wärme, die in der Erde drin ist. Aus der Entstehung der Erde einerseits, aber auch aufgrund des radioaktiven Zerfalls. Im Erdinnern ist es 5500 Grad Celsius heiß. Diese Wärme strömt nach außen. Die Erde ist ein heißer Planet und gibt etwa das 2- bis 3-fache der Wärme ab, die die Menschheit zurzeit braucht. Das heißt, auf die Dauer gesehen, kühlt unser Planet ab. Aber soweit ist es ja noch nicht. Wir haben deshalb immer einen geothermischen Gradienten zu betrachten, den Sie alle kennen. In tiefen Kellern ist es das ganze Jahr über plus minus 10 Grad warm. Ab dann beginnt der geothermische Gradient zu wirken. Ab dann merken Sie, dass das, was aus dem Erdinneren aufsteigt, Ihnen Energie liefert, sprich Wärme liefert. Die geothermischen Gradienten hängen vom geologischen Aufbau ab. Durchschnitt sagt man 3 Grad pro 100 Meter. Temperaturzunahme, je tiefer man kommt, ab etwa 10 Meter gilt das. 10 Meter sind diese berühmten 10 Grad, von denen ich eben sprach. Oberrheingraben sogar 12 Grad pro 100 Meter. Im Saarland stellenweise 6 Grad pro 100 Meter. Also doch schon bitte mal etwas, worüber wir wollen nachdenken wollen. Worüber wir hier reden, ist ganz klar
sogenannte hydrothermale Geothermie. Das heißt, wir haben eine wasserführende Schicht. Wir brauchen das Wasser als Energieträger. Wir fördern das heiße Wasser an der Produktionsbohrung nach Übertage, kühlen es ab über den Wärmetauscher, da hinten dran hängt dann ein Fernwärmenetz oder ein Kraftwerk und schicken das abgekühlte Wasser wieder nach Untertage. Das heißt, volumenmäßig betrachtet, entnehmen wir aus der Erde nichts. Wir schaffen keine Hohlräume, sondern wir nutzen das Wasser hier lediglich als Energieträger. Ich erspare mir jetzt, Ihnen die ganzen Vorteile der Geothermie aufzuführen. Wichtig für mich sind hier nur zwei Botschaften. Sie sehen, Windstrom, Solarstrom, höchst volatil, je nachdem wie die Sonne scheint oder wie der Wind weht. Sie sehen die Volllaststunden der Geothermieanlage, die Matthias Bauer eben schon angesprochen hat. Eine Geothermieanlage läuft eigentlich das ganze Jahr über, Revisionszeiten ausgenommen. Das ist die Energie, die unter unseren Füßen vorhanden ist. Das ist unsere Energie. Da brauchen wir keinen Scheich zu fragen, da brauchen wir keinen Herrn Putin zu fragen. Es ist unsere Energie. Es ist das alte Credo auch der saarländischen Bergleute von wegen Versorgungssicherheit. Für die Feuerwehr müssen sie auch was bezahlen, auch wenn die mal nicht immer ausrückt. Das heißt, sie haben eine gewisse Sicherheit und das ist der Riesenvorteil von Geothermie. Und dass sie wirtschaftlich ist, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Das Bild hätte ich auch heute aufnehmen können bei uns aus dem Fenster. Sie sehen hier hinten die Dampfschwaden des Kraftwerks Weiher, heute auch wieder hervorragend zu sehen. Weiher ging im November wieder in den Betrieb. 724 Megawatt elektrischer Leistung läuft im Grundlastbereich, inzwischen mit kolumbianischer Kohle. Während meiner Zeit als Wirtschaftsingenieur auf Göttelborn war es dann unter anderem meine Aufgabe zu gucken, dass das rüberkam zu unserem Kundenkraftwerk Weiher, rund 1 Million Tonnen im Jahr. Heute fahren wir kolumbianische Kohle. Das war verpönt gewesen, meine Damen und Herren. Kinderarbeit, Umweltschutz, Menschenrechte. Haben wir heute alles vergessen. Hauptsache, wir kriegen die Kohle und haben warm. Auf eine Besonderheit möchte ich hinweisen. In der Diskussion wird regelmäßig Energie verwechselt mit der Leistung. Dazu habe ich diese Modellrechnung hier aufgemacht. Ich sagte eben, Weiher hat eine Leistung von 725 Megawatt. Läuft 4.500 Stunden im Jahr, produziert entsprechende Energiemenge. Windkraft. Gucken Sie sich mal die große Wensis-Anlage an, die in Neunkirchen gefertigt wird. Mit 5,8 MW ist das schon eine riesengroße Anlage. Volllaststunden vergleichbar hier in Deutschland, Binnenland, rund 1.800 Stunden. Jetzt gucken Sie sich mal die Energiemenge an, die Sie da erzeugen können. Und jetzt passen Sie auf, was Ihnen in der Öffentlichkeit regelmäßig präsentiert wird. Wenn Sie die Relation Leistung sehen, brauchen Sie 125 Windräder, um einmal Kraftwerk Weiher zu ersetzen. Wenn Sie aber auf die zu erzeugende Energiemenge gehen, und das ist eine viel interessantere Größenordnung, ja, dann brauchen Sie 312 Windräder. Und wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, dass man einen gewissen Abstand zwischen den Windkraftanlagen braucht und pro Windkraftanlage 500 Meter Radius drumherum ziehen, dann müssten Sie etwa ein Zehntel des Saarlandes mit Windrädern zustellen, um die Leistung zu erbringen. Wie gesagt, wir sind nicht gegen Wind. Wind ist wichtig, Wind wollen wir machen. Aber bitte lassen wir doch mal bei der Betrachtung die Kirche im Dorf. Geothermie, tiefe Geothermie, gibt es in Deutschland seit 1984. Waren Müritz das erste Kraftwerk in der alten DDR aufgrund deren Autarkiebestreben in Betrieb genommen. Läuft heute noch. 40 Anlagen und ich habe hier hin, sehen Sie, können Sie mal drauf gucken auf diese Darstellung hier, im Wesentlichen in Bayern, im Oberrheingraben. Dort sehen Sie ganz klar, wo zurzeit diese 40 Anlagen laufen. Weitere 40 Anlagen sind in Bau, zig Anlagen sind in der Planung. Auch in unserer Nachbarschaft, wenn wir in den Oberrheingraben gucken. Sie sehen hier die Anlagen, die laufen. Das ist Sulzow-Vorrät, das ist Rittershofen, das ist Bruchsal. Ich nehme jetzt das Elsass mal größenordnungsmäßig gerade dazu.
einige Projekte, die zurzeit in Arbeit sind, wo wirklich entweder Stadtwerke oder große Energieversorger im Oberrheingraben dran arbeiten, um auch im Oberrheingraben ein Projekt nach dem anderen zu realisieren. Aber auch in Norddeutschland geht es mittlerweile los. Und im Saarland? Haben Sie schon mal von einem saarländischen Geothermieprojekt gehört? Gucken wir nach Frankreich. Elsass habe ich ja eben großzügig mitgenommen. Gucken Sie in den Pariser Raum. Seit 1969 läuft dort die erste Geothermieanlage. Mittlerweile sind es über 30, es werden ständig dazu gebaut. Flughafen Orly 2010 hat eine große Geothermieanlage genommen. Das läuft einfach. Das läuft einfach. Und auch die, von den 40 Anlagen, die in Deutschland laufen, kennen Sie Traunreuth? Haben Sie vorher schon mal was von der gehört, von der Anlage? Nee, die läuft einfach. Kennen Sie Rien bei Basel? Deutsch-Schweizerisches Projekt? Die läuft einfach. Deshalb hört man auch nichts von den Projekten. Das ist wichtig. Wenn wir über Energie reden, dann reden wir bitte nicht nur über Strom. Das Erneuerbaren Energiegesetz ist fachlich oder ist von der Namensgebung Blödsinn. Das Erneuerbare Energiegesetz ist ein reines Stromgesetz. Energie kann sein Strom, Wärme, Verkehr. Und wenn Sie hier drauf gucken, dann sehen Sie, dass wir 50% unserer Primärenergie, bitte runde Zahlen jetzt, 50% unserer Primärenergie dafür benutzen, um Wärme zu erzeugen. 20% für Strom, darüber reden wir immer, und 30% für den Verkehr, da besteht der meiste Handlungsbedarf. Vor kurzem, 11.11., Karnevalsscherz, 11.11.2022, Minister Habeck hat dieses Eckpunktepapier herausgegeben. Geothermie für die Wärmewende. Erdwärme, ganzjährig und verlässlich, wetterunabhängig, krisensicher, nahezu unerschöpflich. Ausbau und Dekarbonisierung unserer Wärmenetze. Die Kommunen sollen hier bitte wach werden. Er fordert hier bis 2030, das ist in 7 Jahren, wenn ich das mal so nebenbei bemerken darf, 50% der Wärme klimaneutral zu erzeugen. Wie soll denn das gehen? Das geht nur, wenn wir hier Geld in die Hand nehmen, um Explorationskampagnen zu bezahlen, um die Kommunen entsprechend zu unterstützen. Dazu gibt es auch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Das ist alles da. Meine Damen und Herren, nutzen wir doch bitte endlich mal das, was hier auf Bundesebene angeboten wird. Für den Neubau, für die Transformation bestehender Netze. Projekte werden die Investitionen mit bis zu 100 Millionen Euro bezahlt. Ja, herzlich willkommen. Das Saarland könnte so 100 Millionen doch mal ganz gut gebrauchen. Natürlich müssen wir einen Eigenanteil bringen. Aber auf das Thema komme ich gleich noch zu sprechen. Und wenn wir hier über die Wärmeversorgung sprechen, dann ist ganz klar hier die Rolle der Politik, der Bundespolitik, die Vorgaben machend, Abwärme immer, Biomasse beschränkt, bitte, und Geothermie, hast du nicht, was kannst du hier reinzuwerfen. Das ist eine Riesenchance, sich jetzt hier endlich auch im Saarland um Geothermieprojekte zu kümmern. Die Bundesförderung effiziente Wärmenetze hat in dem einen Paragraphen, den ich hier aufweise, ganz klar die tiefe Geothermie drin. Und zwar von A bis Z. Kriegen Sie, wenn Sie sich hier als Kommune für tiefe Geothermie interessieren, die entsprechenden Förderungen, um hier eine Kampagne entsprechend durchzuführen. Angefangen von der Literaturrecherche über geophysikalische, geowissenschaftliche Untersuchungen bis hin zur 3D-Seismik. Das kriegen Sie doch alles mittlerweile im großen Umfang gefördert. Ja, Traunreuth. Ich hatte die Ehre, dort als Geschäftsführer der Projektgesellschaft Traunreuth unter Tage zu planen, genehmigen zu lassen, unter Tage zu realisieren und noch die Fernwärme anzuschieben, auch die Grobplanung fürs Kraftwerk zu machen. Das ist ein Luftbild der Anlage. Das ist eine bessere kleine Industrieanlage, die steht auf 2,5 Hektar, wenn es hochkommt. Und wenn Sie sich den Flächenbedarf einer Geothermieanlage angucken und jetzt bitte auf die erzeugte Energiemenge gehen, nicht auf die installierte Leistung, auf die erzeugte Energiemenge,
dann sehen Sie mal, was Sie mit Photovoltaik Faktor 50, Windkraft Faktor 60 an Flächenbedarf bei den anderen erneuerbaren Energien haben. So eine popliche geothermische Kraftwerksanlage, wenn die in einem Gewerbegebiet steht, fällt die überhaupt nicht auf. Das Einzige, was auffallend ist, sind die großen Lüfteranlagen, die Rückkühlanlagen. Die sind auffällig und auch nicht unbedingt, wie soll ich es formulieren, als Schönheit in der Landschaft zu sehen. Ja, Öffentlichkeitsarbeit, Matthias Bauer hat es vorhin schon angesprochen, gehört unbedingt dazu. Sie müssen mit Ihren Nachbarn reden. Sie müssen rechtzeitig mit Ihren Nachbarn reden. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie eine Gerüchteküche, haben Sie Spekulationen und dann sind Sie sofort im Abseits. Nein, Sie müssen aktiv auf die Menschen zugehen. Das sind Veranstaltungen wie ein Meißelanschlag. Wir sind ja ein bergmännisches Projekt. Das heißt, wir stehen unter Bergrecht, da gehört auch die Barbara dazu, da gehört auch die Segnung dazu, wenn wir einen derartigen Projekt starten. Und natürlich so der kleine Gag, wenn dann das erste Thermalwasser gefördert ist, dass sie dann auch mit den öffentlichen Vertretern der Öffentlichkeit planschen gehen, um zu zeigen, also hoppla, das Thermalwasser ist da. Da kann man nämlich auch balneologische Nutzung draus machen, sprich sich überlegen, ob man das nicht im Rahmen von Bad so wie noch dann weiterentwickeln kann. Traunreuth, wie gesagt, die meisten werden es nicht kennen, 5 Megawatt elektrische Leistung installiert, 12 MW thermische Auskopplung fürs Fernwärmenetz. Die Arbeitssicherheit wurde übrigens durch die CBM gemacht. Da sehen Sie mal, dass wir Saarländer durchaus international, wenn man Bayern mal international sagen darf, hier unterwegs sind. Wir haben umfangreiche mit Lärmschutz, Grundwasserschutz, seismischer Überwachung gemacht. Können wir gerne diskutieren, würde jetzt den Schwerpunkt des Vortrages sprechen. Seit 2014 kontinuierliche Fernwärmelieferung, seit 2016 kontinuierliche Stromlieferung. Man hört und sieht nichts von dem Projekt, deshalb läuft es auch so gut. Das ist ein Bild von den beiden Bohrungen, wie sie im Winter aussehen. Wir haben auch Forschung betrieben in Traunreuth auf Tiger. Und auf Geofünd wird Matthias Bauer gleich noch eingehen. Wichtig ist folgende Erkenntnisse. Es gab ein entsprechendes Forschungsvorhaben, was die Frau Professor Stoiber aus Freiburg durchgeführt hat. Tiefstörung hieß das. Wir haben das in Praxis ausprobiert und konnten voll und ganz bestätigen. Was wir brauchen, sind im Wesentlichen Störungssysteme, offene Störungssysteme. Diese offenen Störungssysteme in 4.000, 5.000 Meter Tiefe, das sind unsere Wasseradern, die wir anbohren wollen. Und am besten zwei Wasseradern. Offene Störungssysteme sind die Zielobjekte, wenn wir bohren wollen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn Fazies und Porosität der Gesteinsschichten uns dabei unterstützen. Aber Störungen sind das Wichtige. Und dann lassen Sie mich nochmal nach Bayern schauen. Dort wurde vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren, das Regionalwerk gegründet. Das Regionalwerk Chiemgau-Ruppertiwinkel. Das sind 16 Gemeinden. Gemeinden alle so zwischen 2.000 und 3.000 Einwohner bis 12.000, 15.000 Einwohner. Das ist für ein Geothermieprojekt ein solches, wäre jede Gemeinde eigentlich zu klein. Aber als Regionalwerk sind die stark. Die haben sich jetzt mit Salzburg, da waren sie nämlich plötzlich auf Augenhöhe, zusammengetan. Haben eine EU-Förderung bekommen aus dem sogenannten Juncker-Topf, planen jetzt eine große Ringleitung für die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein mit Salzburg drin, wollen dort alle Geothermieanlagen dranhängen, auch Traunreuth, und damit sozusagen bis zum letzten Stadel Fernwärme liefern. Die sind deutlich kleiner als das Saarland. Landkreis Traunstein sind 150.000 Menschen. Nur die Fläche ist entsprechend groß. Das sind typische Gegenden, wo man früher gesagt hat, Fernwärme, Gottes Willen. Viel zu geringe Bevölkerungsdichte, viel zu geringe Bebauungsdichte. Das geht. Die Töpfe sind da. Die haben sich die Förderung aus dem Junkertopf geholt. Wir jammern immer und tun nichts. Matthias, du willst über die Forschung sprechen. Ja, wir sind reingeraten. Wir sind reingeraten damals über das Thema Tiger. Tiger war ein öffentlich gefördertes Forschungsvorhaben.
Weil von Beginn an, wenn ein Bürgermeister kommt, wenn ein Kommunalpolitiker kommt und sich an solchen Gedanken widmet, ist unsere Erfahrung Offenheit. Direkt mit in den Stadtrat rein informieren, die Bürger informieren, dass von Beginn an eine Öffentlichkeitsarbeit ein solches Projekt begleitet. Ganz in der Nähe Rheinland-Pfalz läuft das im Moment zurzeit. Wir haben über dieses Forschungsprojekt unter Einbezug Wissenschaftler von der Uni Aachen und aus Bayern, die schon Erfahrung hatten, haben wir Konzepte entwickelt, Kommunikationskonzepte, die sind veröffentlicht, abrufbar 16 Cent. Kann man solche Dinge im Springer Verlag heute als Kommunen, können die sich die runterladen. Das heißt, die Konzepte liegen da. Es gibt sogar eine App, die spielerisch an das Thema, ich baue mir ein Geothermie-Kraftwerk, heranführen. Aber man muss Interesse haben. Das zweite Projekt lief zeitgleich, das war Geofund, weil der Investor, egal wer, ob privat, staatlich oder ein Unternehmen, will natürlich das Risiko eine Fehlbohrung zu setzen, weil die Bohrungen sind das teuerste, reduzieren. Das heißt, dieses Projekt, wo Thomas Neuer auch mitgearbeitet hat, dann war auf Fündigkeitsreduzierung, Risikoreduzierung ausgelegt. Sie sehen hier rechts diese beiden Kurven, zeigen Ihnen, dass also die am Anfang das Risiko am höchsten ist, wenn die Bohrung fehlgesetzt ist und dann natürlich die Kosten Ihnen relativ schnell weglaufen. Dann haben Sie 20, 30 Millionen Euro dann irgendwo in Sand gesetzt und das will man vermeiden. Wenn man heute über die Bohrungen schaut, die wenigsten sind tatsächlich die nebengesetzt. Wir haben dann unter Einbezug der Universität Kaiserslautern, den Professor Frieden, den ehemaligen Prorektor, habe ich bei mich in die Unternehmen reingenommen mit 6 Mathematikern. Wir haben gefördert über einen Bund. Sie sehen, wir haben 8 Millionen Euro ins kleine Saarland reingeholt. Haben wir Verfahren entwickelt, die ausgehend von Satellitendaten mit eigenen Messungen. Hier nochmal Dank. Die einzigen Unterstützer im Saarland war das Landesvermessungsamt. Die haben uns tatkräftig unterstützt. Wir haben in Freisen und in Burbach tausende von Messungen terrestrisch gemacht. Haben dann mit den Satellitendaten projiziert auf die Oberfläche, mit den ergänzenden terrestrischen Daten, mit Algorithmen, die entwickelt haben, in die Erde hineingeschaut. Wir können heute bis 3000 Meter tief geologische Strukturen zeichnen, ohne dass wir mit Sprengseismik irgendwelche Erschütterungen projizieren. Wir wollen keine Alternative dazu haben, sondern wir haben zusätzliche ergänzende geologische Informationen, die Geld wert sind. Und lieber ein paar Euro am Anfang in die Exploration, in die Erkundung mehr rein investieren, bevor man anfängt zu bohren. Das haben wir weiter ergänzt. Wir haben die letzten 3 Jahre Messungen der Magnetik gemacht. Früher haben die Geophysiker, aber am Anfang haben sie gesagt, das geht nicht. Ne? Ja, wir haben in Burbach große Probleme gehabt. Der Zweite Weltkrieg hat seine Spuren hinterlassen. Wir haben da ein Splitterfeld an Granatsplittern. Das hat uns die Messungen kräftig versaut. Aber diese anthropogenen Faktoren kann man rausrechnen mit intelligenten Mathematikern. Das ist uns gelungen, sodass wir also heute recht gute Rechenverfahren haben, um den Geologen zusätzliche Informationen an die Seite zu bringen. Um den Mathematiker oder den Geologen halt Informationen an die Seite zu stellen. Das sind Projekte, die stehen zur Verfügung. Wie gesagt, ich bin kein Buchverkäufer. Die Forschungsprojekte sind öffentlich, sind kostenfrei, man kann sie runterladen. Man muss nur sich hinsetzen und mal reinlesen. Damit aber kein falscher Eindruck entsteht. Forschung und Entwicklung ist wichtig, ist gut, wir wollen ja auch weiterkommen. Aber tiefe Geothermie ist Stand der Technik. Das sehen Sie an den vielen Projekten, die laufen, von denen Sie auch nichts hören. Man kann aber immer noch das ein oder andere besser machen, klarer Fall. Fernwärmeschiene sah das Stichwort viel schon. Klingt auch gut. Fernwärmeschiene sah. Das war mal ein Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland. Was ist denn daraus geworden? Zwischen Völklingen und Saarbrücken nicht mehr in Betrieb, verrottet, kaputt, nicht mehr saniert. Dass wir jetzt die Abfallverwertungsanlage Felsen anschließen, tolle Idee, meine Damen und Herren, uralte Idee. Das gibt es schon, die Idee ist, als ich zum ersten Mal davon hörte, das war Ende der 80er Jahre, da war es aber auch nicht mehr neu. Und das Interessante ist, und ich erinnere dabei an das, was ich eben über das Regionalwerk sagte, eigentlich war die Idee gewesen, von der AFA Felsen rüberzugehen nach Forbach, über Stiering-Wendel zurückzugehen aufs Industriegebiet Süd, auf die Volster Höhe und da den Kreis zu schließen. Ja, die Bayern machen es, die holen sich dafür die EU-Fördergelder. Und wir haben die Idee schon mal ganz vergessen. Aber wir sind jetzt stolz, wir haben die Abfallverwertungsanlage Felsen angeschlossen.
2016 hat das Leibniz-Institut als die in Deutschland anerkannteste geophysikalische Institution herausgegeben, wo welche Temperaturen im Untergrund zu erwarten sind. Sie sehen, wenn Sie draufblicken, links Süddeutschland in 2000 Meter Tiefe und rechts in 3000 Meter Tiefe. Und wenn Sie jetzt auf die Farbskala gucken, dann sehen Sie, dass wir hier im Saarland in 2000 Meter dieses Grün haben. Das ist also ungefähr, und auch dann in drüben in Bayern, in, wo nebenbei bemerkt Traunreuth liegt, auch Grün haben. Wir haben also da so die berühmten 3 Grad Celsius pro 100 Meter Tiefenzunehmung unterstellt. Und wir sehen auch, wenn wir noch tiefer gehen, rechtes Bild, dann ist es sogar bei uns wärmer als in Bayern. Hallo, wir sollten langsam mal wach werden. Wer wach geworden ist, ist der Ehrenpräsident der IHK, Dr. Richard Weber, damals noch im Amt, 2007. 2007 hat er in einer bemerkenswerten Vision zum Ausdruck gebracht, dass wir hier im Saarland durchaus mal hier uns überlegen sollten, mal Geothermiekraftwerke zu realisieren. 2007, Richard Weber. 2011 hat die damalige Umweltministerin Peters hier diesen Masterplan initiiert. Gute Idee. Da wurden dann auch die entsprechenden Daten aus dem Steinkohlenbergbau ausgewertet, insbesondere die Bohrung Saar 1 auf der Spießerhöhe, 67,68 niedergebracht, 5.900 Meter tief, komplett geothermisch vermessen. Meine Damen und Herren, das ist unser Erbe. Das haben wir von unseren Vätern geerbt an Informationen. Damit. Unser Erbe, das ist immer so eine Vergangenheitsbewältigung, wie schön es früher war und wie gefährlich es früher war und was weiß ich alles. Und dann singen wir noch Steigerlied und trinken Schnaps, das war's dann. Nein, meine Damen und Herren, da liegt unser Schatz. Da ist unser... Das muss man ganz klar sagen. Wobei wir leider auch feststellen müssen, dass dieses Erbe höchst mangelhaft dokumentiert wurde und verfügbar ist. Das geothermische Informationssystem des eben angesprochenen LIAG zeigt hier zum Beispiel einen Schnitt entlang, plus minus entlang der Fernwärmeschiene. Dort könnte man eine geothermische Anlage nach der anderen realisieren und die Fernwärmeschiene heute an die Geothermie dranhängen. Unser Erbe ist aber auch Folgendes. Da blicke ich jetzt auch wieder zurück. 2005 hat das ICES eine Tagung veranstaltet, eine Fachtagung für die geothermische Nachfolgenutzung von Bergwerken. Unser Kollege Axel Schäfer hat damals einen interessanten Vortrag gehalten, der sich heute noch wunderbar liest. Das Einzige, was daraus geworden ist, ist die mittlerweile stillgelegte Wärmepumpenanlage in Rheden, wo das warme Grubenwasser eben genutzt wird. Heute, glaube ich, läuft eine Pelletanlage. Das war's dann. Ja, Leute, meine Damen und Herren, Entschuldigung, wenn ich das salopp sage. Auch mir stellen sich regelmäßig Jahre zu Berge. Gucken wir denn nicht ins Erzgebirge? Gucken wir nicht ins Ruhrgebiet? Gucken wir nicht in den Aachener Raum oder in die Niederlande? Dort wird Grubenwasser im großen Stil als Wärmequelle genutzt. Warum machen wir das nicht? Bei uns ist Grubenwasser so ein Unwort, darf ich mal formulieren. Böse Sache, böse, das Grubenwasser steigt an. Ja, ja. Ja, ist kritisch. Ja, müssen wir aufpassen. Ja, gibt es sicherlich noch einige Fragestellungen, die hier zu klären sind. Aber warmes, 30-gradiges Grubenwasser ist eine hervorragende Energiequelle. Und jetzt komme ich zurück auf das BEW, wo auch die Wärmepumpe mit gefördert wird. Ja, 30-gradiges Grubenwasser als Versorger einer Wärmepumpe. Ja, hervorragend. Da kriegen Sie Leistungszahlen hin von 5 oder 7 oder 8. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom, die Sie reinstrecken, kriegen Sie 7 oder 8 Kilowattstunden Wärme raus. Also das ist bitteschön unser Erbe. Mit dem sollten wir was anfangen. Unser Erbe ist aber auch, wenn wir sowohl an groben Wasser denken, als auch an tiefe Thermalwasser denken, bitte den Unterschied zu sehen, da ist Lithium drin. Im Oberrheingraben, dort läuft das Projekt, unter anderem das Projekt Unlimited, unter Federführung von Karlsruhe, wird das intensivst angegangen. Hier an der Universität des Saarlandes ist der Professor Presser dabei, Grubenwasser zu untersuchen. Ich habe neulich mit ihm telefoniert, sieht gut aus. Der Bericht kommt demnächst.
Ja, wir können also nicht nur ein Batteriezellenwerk hier hinstellen, wir könnten auch zumindest ein Teil, bitteschön, ein Teil des Lithiums bereitstellen, um hier die Anlage zu versorgen. Und damit bin ich eigentlich bei unserer letzten Folie. Handlungsempfehlungen. Das ist etwas politisch, das gebe ich ohne Wunden zu. Aber das ist auch genau die Absicht von Matthias Bauer und meiner Person, hier den einen oder anderen Entscheidungsträger im Saarland wachzurütteln. Wo stehen wir denn im Saarland? Sie haben es aus den Ausführungen gemerkt, also sehr weit sind wir nicht mit dem Thema hier. Wir müssten zumindest mal den vorhandenen Masterplan aus 2011 fortschreiben und überarbeiten. Wir müssten mindestens mal die Daten aus dem Steinkohlenbergbau, ähnlich wie es Rheinland-Pfalz, wie es Nordrhein-Westfalen im großen Stil macht, sichern, aufbereiten und auswerten. Die Daten sind vielleicht noch da. Vielleicht. Fördergelder sind massenweise vorhanden. Gut, wir müssen einen Eigenanteil aufbringen. Aber diese Fördergelder, damit können Sie die kompletten Studien abdecken. Damit können Sie die kompletten Machbarkeitsstudien abdecken. Damit können Sie die komplette 3D-Seismik abdecken, um sowas zu machen. Da können Sie die Investitionen mit zur Hälfte finanziert bekommen. Also die Einladung ist da, sei es über das BEW, was ich eben schon angesprochen habe. Nebenbei bemerkt, da gab es auch ein Vorgängerprogramm. Auch das hätte man sich schon mal zunutze machen können. Aber jetzt ist das BEW noch viel schicker. Und es gibt den Juncker-Topf bei der EU. Die Gelder sind da. Wir müssten uns nur mal drum kümmern. Und das, meine Damen und Herren, ist eigentlich mein letzter Satz hierzu. Das Saarland hat ja, oder die saarländische Landesregierung, diesen Transformationsfonds aufgerufen. Der ist sicherlich gut in Richtung Stahlindustrie zu nutzen. Aber ansonsten so viel fürchterlich neue Ideen finde ich darin nicht. Ja, warum nutzen wir nicht einen Teil der Gelder und stecken die hier in die zukünftige Energieversorgung des Saarlandes? Wir müssen nicht immer nur nach Bayern fahren oder in den Oberrheingraben fahren. Wir könnten das auch hier im Saarland machen, bloß wir müssten endlich damit anfangen. Denn eins ist auch klar. Sie erinnern sich an die Folie vorhin, als ich Traunreuth erwähnt habe. Zwischen der Idee eines geothermischen Kraftwerks und der ersten Strom- oder Fernwärmelieferung vergehen 10 Jahre, dann das ist zäh, aber 6, 7 Jahre auf jeden Fall. Denn, und jetzt gucke ich die Vertreter der Bergbehörde an, ich finde es toll, dass sie heute Abend auch hier sind. Wir sind ja unter Bergrecht mit einem solchen Thema, zumindest was den untertägigen Anteil geht. Wir brauchen fachkundige Behörden. Der Engpass sind aber auch fachkundige Behörden mittlerweile und deren Ausstattung. Und ich bin froh eigentlich, dass wir nämlich mit der Bergbehörde, sei es jetzt im Saarland oder in Bayern, eine Behörde an unserer Seite haben, wo Leute sitzen, die wenigstens wissen, worüber sie reden. Es macht wenig Sinn, wenn sie dann, ich denke jetzt hier an den rheinland-pfälzischen Landkreis, wenn sie dorthin fahren und wollen mit den Damen und Herren reden über eine Wärmepumpe und deren Versorgung mit Energie. Dann sitzen dort Verwaltungsfachangestellte. Nichts gegen die Damen und Herren, beileibe nicht. Aber Fachkunde? Null. Schema F können die abarbeiten, klar. Checkliste, Häkchen hinten dran, hat er das vorgelegt. Aber diskutieren können sie denen nicht. Mit der Bergbehörde können sie diskutieren. Und die Bergbehörde haut ihnen auch zwischen die Hörner, wenn sie sich nicht an die Betriebspläne halten. Und hier, ich sagte es vorhin, Lärmschutz, Seismik, Grundwasserschutz, wenn sie hier Blödsinn machen. Da kriegen sie schon die entsprechenden Strafzettel aufgebrummt und die entsprechenden Betriebsgenehmigungen auch entzogen. Also insofern, Bergbehörde ist an dieser Stelle eine ganz zentrale Behörde, mit der wir eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht haben, auch wenn wir nicht immer einer Meinung gewesen sind. Aber das gehört dazu. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Matthias, von der anderen Seite. Vielen Dank. Wir stehen für Fragen zur Verfügung. Ja, meine Damen und Herren, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an die beiden Referenten. Das war ein flammendes Plädoyer für die Nutzung der tiefen Geothermie.
Und ich mache ja seit jetzt fast 25 Jahren hier im Saarland Energiepolitik bei der IHK. Sie hören das an meiner Stimme, ich bin kein Saarländer, ich komme aus dem hohen Norden, also da, wo nach dieser Karte auch Geothermie möglich ist. Und wir reden da nicht von Island. Ja, wenn ich mir das anhöre, dann bekomme ich den Eindruck, dass das Saarland ein Land der entgangenen Möglichkeiten ist. Und wenn man das ändern will, muss man sich natürlich zunächst die Frage stellen, woran liegt das? Warum hat die Geothermie trotz dieser Möglichkeiten sowohl geologisch als auch finanziell, finanztechnisch, Fördertöpfe wurden ja angesprochen, keine Lobby hier im Land? Eine politische Frage zunächst einmal. Ich habe es ja eingangs schon anklingen lassen. Überlässt man es einem Unternehmer, wird er das tun, womit er Geld verdient? Und womit hat er denn die letzten Jahre gut Geld verdient? Mit Gas. Mit dem, was er getan hat. Warum sollte man freiwillig Dinge verändern und verlassen, die am Ende den Erfolg, nämlich den unternehmerischen Erfolg, gestalten? Das heißt, wenn ich die Aspekte, die wir ansonsten wie Versorgungssicherheit noch mit reinnehmen und Autarkie vielleicht auch zumindest ansatzweise versuchen wollen, dann darf ich es nicht zur reinen unternehmerischen Aufgabe verkommen lassen. Und das ist der Vorwurf, den wir hart formuliert machen. Das heißt, wir müssen das aktiv nochmal anpacken. Es muss eine politische Diskussion losgetreten werden. Der Masterplan muss fortgeschrieben werden. All die Dinge, dass es auf diese Ebene gehoben wird. Und wir können auch jetzt nicht hoffen, dass wie in allen einzelnen Bundesländern der einzelne Stadtwerkenbesitzer es anpackt. Und die Lösung, die ich vorgestern in der Zeitung gelesen habe, ist für mich desillusionierend. Wenn ich sehe, Steag wird jetzt aufgeteilt, ist alles gut und schön, macht auch Sinn. Aber womit wollen Sie das Problem des Saarlandes lösen? In der Grundlast mit Gas. Punkt, fertig. Weil es bequem war, weil es gewinnbringend war. Also muss ich natürlich auch eine Motivation für den Unternehmer bringen, beziehungsweise ich muss ihm eine Aufgabe geben. Das heißt aber am Ende doch, da die Politik ja immer die Rahmenbedingungen für Märkte formuliert und in Gesetze dann gießt, dass diese Weichenstellungen in Deutschland seit 25 Jahren nicht verpennt, zukunftsfähig waren, einseitig waren. Wir hatten ja die Diskussion, dass man sich nur um Strom gekümmert hat. Man träumt ja auch von einer All-Electric Society, wo wir alles nur noch mit Strom machen, auch heizen. Und haben bei dieser Zielsetzung, dass wir Strom ja wahrscheinlich am einfachsten klimaneutral herstellen können, das ist ja das Ziel dann letztendlich auch, versäumt, unsere heimischen Quellen genauer unter die Lupe zu nehmen, unter dem Aspekt Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit. Kann man das so sagen? Das kann man sehr deutlich so sagen. Ich hatte ja auch einige Jahre die Freude, die Salzburg AG zu begleiten bei ihrem tiefen Geothermieprojekt. Das ist 2017 dadurch gescheitert, dass billiges russisches Gas ständig verfügbar war. Die Salzburger Landesregierung hatte ganz klar aber die Devise ausgegeben, Leute, wir hätten gerne grüne Fernwärme. Es hat ziemlich gefunkt zwischen Land und Salzburg AG, obwohl das Land ja dort auch beteiligt ist. Nein, was wir dringend machen müssen, und das ist das, was wir vermissen, um es mal vorsichtig zu formulieren. 2011 hat die Frau Dr. Peter hier mit ihrem Masterplan sicherlich einen Pflock eingeschlagen. Den haben wir aber nicht weiterentwickelt. Hier erwarte ich eigentlich von der Landesregierung, dass man sich die Mühe macht, diesen Masterplan wieder aufzugreifen, zu aktualisieren, weiterzuentwickeln, um damit den Rahmen zu setzen, in dem dann auch die saarländischen Akteure der Energiewirtschaft sich bewegen können. Wir haben hier durchaus Stadtwerke, die so potent sind, um sowas zu machen. Nur sie machen es erst dann, wenn sie zum Jagen getragen werden. Vorhin bin ich an der Gasmotorenanlage vorbeigefahren. Die läuft zurzeit, hast du nicht, was kannst du? Gasmotoren. Ja, kann denn das die Zukunft sein? Jetzt fahren wir mit LNG-Gas. Russisches Gas haben wir ja nicht mehr dran. Deutsches Gas wollen wir nicht mehr fördern. Stichwort Fracking. Großer Blödsinn, aber machen wir. Ja, wie hieß es damals so schön? Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit und kaltem Hintern.
Vielleicht erinnert sich der eine an diesen etwas saloppen Spruch. Vielleicht müssen wir das, so weit sind wir. Vielleicht müssen wir das aber erst erfahren, dieses Lernen über Schmerz. Ne? Die Moral hat mich sehr erschüttert, die man über Bord geworfen hat mit dem Import kolumbianischer Kohle. Was haben wir damals dagegen gewettert? Und wir haben letztes Jahr mehr Kohle verbrannt wie je zuvor in Deutschland. Es ist deutlich mehr geworden. Und gehen Sie mal von aus, allen Prognosen zuwider, es wird auch dieses Jahr weiter steigen. Es wird steigen müssen, damit wir das überhaupt hinbekommen. Das ist das eine. Und wenn ich heute Morgen den Präsidenten des Bundesnetzamtes höre, den Klaus Müller, dass er gesagt hat, er befürchtet Stromausfälle und sie haben im Plan B jetzt ernsthaft schon stehen, dass das Laden von E-Autos zeitlich eingegrenzt wird und dass die Wärmepumpen zu bestimmten Bereichen nur laufen dürfen. Wärmepumpen sind natürlich auch, da reden wir über oberflächennahe Geothermie, ist wieder ein anderes Thema. Aber dann sind das die Vorboten, wo ich sage, vielleicht müssen wir tatsächlich mal zuerst so ein Blackout bekommen, damit wir alle wach werden. Und wie gesagt, wir reden nicht über das Thema seit Februar letzten Jahres, sondern wir reden über das Thema seit gut 10 Jahren. Ja gut, ein Blackout wünschen wir uns natürlich alle nicht. Der eine oder andere hat das Buch gelesen oder den Film gesehen oder die dahinterstehende Untersuchung einer entsprechenden Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages sich vielleicht zu Gemüte geführt. Das ist alles andere als lustig. Also insofern, das Lernen aus Schock und Schmerzen, ja, das ist vielleicht eine menschliche Eigenschaft, aber ich sage mal so, wir diskutieren ja hier auch auf einem doch anderen Niveau. Das heißt, wir sagen, wir wollen eine rationale Energiepolitik machen, die uns auch ermöglicht, unsere Klimaschutzziele zu erreichen, eben unter den Vorgaben, dass wir eine verlässliche Versorgung haben, dass sie preisgünstig ist und letztendlich dann eben auch umweltfreundlich, sprich klimafreundlich ist. Stadtwerke sind ein Thema. Wir haben das gehört, München, Stadtwerke München wollen bis 2030 vollständig die Fernwärme auf Geothermie. Oder das ist nicht nur ein Wille, die werden das vollziehen. Die werden das auch machen, das heißt, die sind sozusagen schon im Plan. Die sind ganz klar auf dem Weg dorthin. In der Schäfflandstraße wurden jetzt gerade 6 Bohrungen abgeteuft. Dort hängen schon 80.000 Menschen an der geothermischen Fernwärme dran. Michaelisbad ist das nächste Standort. Der nächste Standort auch wiederum 6 Bohrungen. Bisschen Abwärme und überwiegend geothermische Fernwärme. Das ist das Ziel von München. Und die sind hervorragend unterwegs. Auch die Hamburger sind mittlerweile dran. Im Oberrheingraben, Freiburg, Mannheim. Auch die sind mittlerweile an den Themen dran. Also die Temperaturen im Münchner Bereich sind, die haben etwa 130 Grad Wassertemperatur. Wir müssen tiefer bohren, ehrlicherweise. Aber Entschuldigung, wenn Sie am Bohren sind, 1000 Meter tiefer bohren, das sind zu Ganzkosten. Ich meine, so eine Bohrung 5500 Meter Tiefe, da nehmen Sie 15 Millionen Euro in die Hand. Die oberen 1000 Meter kosten vielleicht die Hälfte, die letzten 1000 Meter kosten vielleicht das Doppelte. Aber ja, eine Bohrung ist teuer und jeder Bohrtag kostet Ihnen so 40.000, 50.000 Euro. Das heißt, im Vorfeld müssen Sie Ihre Hausaufgaben machen, um das Risiko zu reduzieren. Da ist Ingenieurarbeit gefordert. Relativieren Sie das mal bitte an den jetzt nicht mehr kalkulierbaren Kosten. Da fahren 4 Schiffe mit 200.000 Euro pro Tag von uns gebucht. Die fahren zum Teil leer, weil wir so viel Gas ja noch gar nicht zum Transportieren haben, um an den LNG-Tanks da anzudocken. Die fahren rum. Relativieren Sie mal das an den Geldern, die wir jetzt für das Gas bezahlen aus Katar und aus Norwegen. Kennen Sie die Preisgestellung? Kennen Sie die Kalkulation? Im Moment droht dem Bürger ja nur ein Preisschock. Noch ist er nicht da. Noch haben wir unsere Abrechnungen nicht fürs letzte Jahr und die fürs kommende Jahr werden wir mal schauen. Gut. Ich habe schon die ersten Hände zucken sehen im Publikum und würde dann gerne auch Fragen von Ihnen dazu aufnehmen. Wer möchte als erst da? Bitte sehr. Ja, Kohl, ich bin Unternehmer aus Perl. Und betreibe seit über 30 Jahren Geothermie, aber in Form der bodennahen Geothermie. Ja, ich habe also vor über 30 Jahren ein Gebäude von 3.500 Quadratmetern angeschlossen an mein Erdwärmekollektorennetz. Ja, habe das mit Sonnenkollektoren ergänzt und heize ja, für 2,20 Euro den Quadratmeter. Und ja, aber habe versucht,
auch dafür also zu werben. Ja, kein Mensch hat sich dafür interessiert. Ja, also da bin ich mit Ihnen 100% d'accord. Ich kann im Übrigen Ihre Ausführungen zu 100% unterstützen. Ja? Jetzt ärgert mich aber eine VDI-Richtlinie, die Sie eben auch gezeigt haben, die 4640. Ja? Da wird gesagt, dass wenn man bodennahe Geothermie betreibt, man 200% der zu beheizenden Fläche als Erdwärme-Kollektorenfläche vorhalten muss. 200%. Ja, das rechnet sich nicht. Ich habe vor über 30 Jahren entschieden, 50% zu nehmen. Und da ich aber zu den Erdwärmekollektoren die Sonnenkollektoren geschaltet habe, heize ich das Gebäude ohne Probleme, ohne irgendeinen Ausfall. Meine Frage an Sie als exzellente Ingenieure: Wie kann man so eine völlig überholte Richtlinie aus der Welt schaffen? Das ist eine unglaubliche Bremse für die bodennahe Geothermie, weil ein jeder Architekt, ein jeder Ingenieur, den man fragt, sagt, oh, das rechnet sich doch nicht. Klar rechnet es sich. Und wie kriegt man sowas aus der Welt? Ich kenne die 4640 und habe selbst mit der gearbeitet, einige Jahre lang. Die ist zum Glück mittlerweile überarbeitet worden. Aber die Überarbeitung hat über 10 Jahre gedauert. Also da malen deutsche Mühlen sehr langsam und was dabei rauskommt, ist, wird zwar von vielen, vielen dann als kleinster Konsens dann realisiert, aber ich kann nur jedem empfehlen, der eine oberflächennahe Anlage plant, gucken Sie sich Ihren Untergrund genauer an. Verlassen Sie sich nicht auf Durchschnittswerte, die zum Beispiel in der 4640 drinstehen. Ganz gefährlich. Irgendwelche Durchschnittswerte, die so deutscher Durchschnitt, ich sag mal größenordnungsmäßig, wenn Sie im dicken Daumen unterwegs sind, mag das gehen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der eine, ob das jetzt eine oberflächennahe Anlage ist oder eine tiefe Anlage ist, im Vorfeld die Hausaufgaben zu machen und sich sehr, sehr genau den Untergrund selber anzugucken. Vorhin fiel das Stichwort auch Testbohrung. Bei so großen oberflächennahen Anlagen, da lohnt sich dann einen sogenannten Response-Test zu machen. Das heißt, hier eine Probebohrung zu machen und zu gucken, wie der Untergrund reagiert. Bei den tiefen Geothermie-Projekten macht man das nicht, da bohrt man lieber direkt runter. Aber mit einem Geo-Response-Test können Sie nämlich genau das aushebeln, was da in den VDI-Richtlinien, das sind keine Vorschriften, das sind Richtlinien, drinsteht. Aber man sollte da nicht immer alles glauben, was da drin steht. Ist es nicht im Saarland so, dass wir unterscheiden können? Zum einen haben wir, anders als die Staufen, die ja mal gebohrt haben und Wasser in Kalkschichten geschüttet haben, was sich dann nicht so glücklich erwiesen hat, dass wir schon Löcher haben. Wir haben ja ein Bergbauland. Und in diesem Bergbauland haben wir das eben zitierte Grubenwasser. Davon haben wir, wie wir immer wieder gehört haben, zu viel, pumpen das und pumpen es dann irgendwann in die Saar. Aber das Wasser ist ja 30 Grad warm. Das heißt, wir haben schon einen Energieträger auf der Schiene, auf der das Grubenwasser transportiert werden soll, also von Püttlingen über Elversberg, über Neunkirchen, dann rüber bis Ensdorf, wo es dann abgeleitet wird, wenn ich es richtig sehe. Das könnte man ja im ersten Schritt ohne große Bohrungen irgendwie nutzbar machen. Und immer wieder, wenn ich an Vertreter der AG Montan gestoßen bin, ist da gesagt worden, das rechnet sich nicht. Das würde mich als erstes mal interessieren. Und das andere ist, wie gesagt, die Frage, für Kommunen haben Sie eben, glaube ich, sehr plastisch dargelegt, dass man in Tiefengeothermie gehen kann, auch hier ein Potenzial hat. Wie könnte man denn das organisieren, dass das hier im Saarland klappt? Weil wenn Sie schon mit den Fördertöpfen winken, scheint das ja nicht so ganz von der Hand zu weisen. Lassen Sie mich mal kurz noch zuvor, Herr Kohl, das war ein sehr schöner Beitrag. Mehr bräuchten wir solche Rückmeldungen aus der Industrie. Es laufen ja gerade oberflächennahe Hotelsanlagen, selbst in der fernen Mongolei, wo ich sehr häufig bin, sind 3 Hotels, die mit Erdwärme arbeiten, allerdings nur eben oberflächennah. Aber solche Rückmeldungen brauchen wir und wie der Herr Neu eben sagte, Richtlinien, Normen, wir sagen das auch immer wieder jeden Tag in der Industrie, sind nicht rechtsverbindlich. Gut begründet, einen guten Gutachter oder
oder eine eigene Untersuchung niederschreiben, dagegen vorgehen und an die Verbände rangehen und Druck machen. Und da brauchen wir auch eine politische Unterstützung, da brauchen wir unternehmenspolitische Unterstützung über unsere Verbände. Unternehmensverband Saar einschalten und solche Möglichkeiten, dass wir diese Erfahrungen, die wichtig sind, dass wir die auch an die entsprechenden Stellen bringen. Ich freue mich, dass mein Beitrag Ihnen Ihr Interesse findet. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich jetzt diese vorhandene Anlage erweitert habe oder gerade erweitere, indem ich über Sonnenkollektoren das Erdreich aktiv aufwärme. Ja? Möglichkeiten sind da. Es gibt super. Ohne Ende Möglichkeiten der bodennahen Geothermie neben Ihrer tollen Lösung, ja, die an jeder, der ein Familienhaus baut oder ein Mehrfamilienhaus baut, einsetzen kann. Wenn die Ingenieure sich über diese Richtlinie hinwegsetzen, das macht aber keiner, weil sie befürchten, in Regress genommen zu werden, wenn es nicht funktioniert. Ja, Sie haben Umkehr der Beweislast, wenn Sie natürlich abweichen, aber gut begründet mit ein paar Studien können Sie sowas durchaus tun. Können wir gerne mal uns unterhalten, ja. Ganz außerhalb. Ich sage wegen Befangenheit nur einen Satz dazu, den ich vorhin schon gesagt habe. Wenn Sie es alleine einem Unternehmer überlassen, wonach richtet der sich? Und wenn der Unternehmer dann auch noch Interessen zu vertreten hat zwischen Ruhr und Saar und die Saar an zweiter Stelle steht. Sorry. Dazu kommt natürlich, die Racken und Hahn ist kein Energieversorger. Das ist nicht deren Geschäftsfeld. Hier sind eigentlich diejenigen gefragt, zum Beispiel, die eigentlich hier als Abnehmer in Frage kommen. Und das muss über die Politik eingestiehlt werden. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie hier die verschiedenen Kommunen angehen, die irgendwann mal mit aufsteigendem Grubenwasser zu tun haben. Ja Leute, 30-gradiges Wasser, Wärmepumpe drauf, hervorragende Lösung. Das ist unser Erbe bestimmt. Und das sind auch Investitionen höchst überschaubar, die da fällig sind. Dort kann ich mir vorstellen, dass wir die, ich darf es jetzt mal salopp sagen, die Löcher aus dem Bergbau nutzt, dort wo Wasser rauskommt, warmes Wasser rauskommt, Wärmepumpe drauf, Fernwärme daraus zu machen. Wenn wir an die tiefe Geothermie denken, dann muss ich ganz klar formulieren, die Bohrungen, die abgeteuft wurden, wie die Saar 1, die sind alle zu. Da müssen wir neu bohren, vor allen Dingen auch die entsprechenden Dimensionen bohren, die wir brauchen, um hier heißes Wasser fördern zu können. Also da haben wir leider nichts, auf das wir zurückgreifen können. Aber die Informationen, meine Damen und Herren, die Informationen sind eigentlich da. Und die können wir natürlich nutzen. Also eine alte Bohrung nochmal aufzumachen, Groß Schönebeck hat es vorgemacht im Norden von Berlin, das war dreimal so teuer wie eine neue Bohrung, weil sie da immer Überraschungen erleben. Also da lieber dann frisch bohren. Gut. Aufgrund unserer Vergangenheit wissen wir, wo zum Beispiel das Bohrkernlager gewesen ist. Das ist jetzt umgezogen worden. Vor einiger Zeit war ich auch in Luisenthal gewesen und habe mir das Archiv der Saarbergwerke nochmal angeguckt. Dort lagen umfangreiche seismische Daten, teilweise uralt. Ob man die noch nehmen kann, ist eine andere Frage. Aber Entschuldigung, man muss es sich mal angucken. Wir haben bei einem der Forschungsvorhaben versucht, die Temperaturmessungen von Untertage im Rahmen von der Klimabergverordnung, mussten ja Gebirgstemperaturmessungen und Prognosen abgegeben werden, ob dort gearbeitet werden kann. Die Temperaturmessungen sind weg. Ja. Was übrig geblieben ist, ist das Risswerk der Bergwerke, aber auch nur das Allernotwendigste. Aber die ganzen geologischen Informationen, meine Damen und Herren, wir sollten dringend gucken, dass wir das Erbe einsammeln, so ähnlich wie es in Nordrhein-Westfalen gemacht wird, untersuchen, ob es noch auswertbar ist, ob da noch was drinsteckt. Eine Seismik aus den 50er Jahren, da noch was drin, was ist eine andere Frage. Aber wir müssen wenigstens mal nachgucken, was wir da haben. Das sind die Informationen, die wir haben müssten. Gut, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Händen gesehen. Ich versuche die jetzt mal einer nach dem anderen abzuarbeiten. Ganz hinten, bitte, Herr Professor Bauer.
Ja, schönen Dank, Herr Rentmeister. Mein Name ist Frank Bauer vom Institut für Zukunfts- und Energiesysteme hier in Saarbrücken. Zunächst mal schönen Dank für Ihre Forderung, den Masterplan fortzuschreiben. Ich muss sagen, der hat uns nicht immer Freunde gemacht. Wir haben ja die Grundlage dafür geschrieben und er ist in einer sehr redigierten Form ja doch dann nur veröffentlicht worden. Also insofern ging das Ganze durchaus weiter. Die Fortschreibung wäre wichtig, aber was wesentlich wichtiger ist, ist momentan die Aktivitäten zur Wärmeplanung, die derzeit angegangen werden. Sie wissen, es gibt ja ein umfangreiches Förderprogramm, gerade auch für die kommunale Wärmeplanung. Und hier geht es eben darum, dass gerade auf Landesebene momentan überlegt wird, welche landesplanerischen Daten hier zur Verfügung gestellt werden und wie letztendlich welche Grundlagen geschaffen werden. Das heißt also, wir sind da schon ein gutes Stück im Zeitdruck. Die Kommunen, die marschieren momentan los. Die haben im Prinzip oftmals keine Kompetenzen, keine Planungsgrundlagen diesbezüglich. Insofern würde ich anbieten, einfach auch von unserer Seite, dass wir da ins Gespräch reinkommen und eben auch mit der Landesregierung versuchen, eben auch das Thema Geothermie nochmal in verstärkter Form dann auch hier mit einzubringen. Also das denke ich mal als Angebot von meiner Seite, das zu machen. Meine Frage wäre in dem Zusammenhang, wie sieht es denn aus mit der Schnelligkeit der Datenverfügbarkeit diesbezüglich? Ich weiß beispielsweise, in Nordrhein-Westfalen wurden ja im großen Stil die gesamten bergbaulichen Daten für geothermische Nutzungszwecke auch untersucht und ausgewertet. Ähnliches müsste ja auch hier im Saarland möglich sein. Von welchen Zeiträumen gehen wir denn davon aus, wie jetzt, sagen wir, Planungshorizonte aussehen könnten, bis wann denn belastbare Daten vorliegen können? Haben Sie da irgendwie so eine Größenordnung? Ja, ja und nein. Also ich finde es erstmal gut, Herr Professor Bauer, dass man zumindest, was der Wärmeplanung hier angeht, schon auf die Absatzseite, die Abnehmerseite versucht zu analysieren. 2017 hat der nordrhein-westfälische Landtag beschlossen, diese alten Daten aus dem Steinkohlenbergbau zu archivieren, an sich zu nehmen, aufzubereiten. Vor kurzem im Herbst lief im Münsterland eine 2D-Seismiklinie, eine große 2D-Seismiklinie, um zusätzliche Daten zu gewinnen. Also die Kollegen in Nordrhein-Westfalen sind genau an dem Thema dran, die Informationen aus dem Steinkohlenbergbau in Richtung Geothermie zu sammeln und auszuwerten. Das ist keine Sache, die innerhalb von 3 Tagen passiert. Also in NRW ist man seit bestimmt 2 Jahren dran. Und die werden wahrscheinlich noch 2 Jahre brauchen, bis sie das alles, wie soll ich sagen, eingesammelt und ausgewertet haben. Gut, die haben natürlich mehr Daten als wir hier im Saarland zur Verfügung, größer. Aber die sind wenigstens dran. Und ich freue mich, wenn Sie hier das Thema aufgreifen und hier versuchen, auch mit dafür zu werben, dass wir genau diesen Schritt gehen. Nur, wir müssen ehrlich sein, das braucht auch Zeit. Das braucht auch Manpower. Wir haben nicht überall die entsprechenden Kapazitäten, um sowas zu machen. Stichwort ganz anderes Thema, Ausbildung von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Aber wie heißt es so schön in einem chinesischen Sprichwort, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Fangen wir doch mal bitte an. Ja, vielen Dank. Also das Thema Landesplanung beschäftigt ja viele hier bei uns im Saarland. Ich glaube, es sind jetzt inzwischen geschlagene 2 Legislaturperioden, dass dieses Land auf eine Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Umwelt bzw. Siedlung wartet. Wenn man natürlich auf einen Planungsstand letztendlich nur rekurrieren kann, der schon über ein Jahrzehnt alt ist, dann hat man es natürlich schwer, wenn man neue Projekte angehen will. Es war noch eine Frage. Einmal da hinten und dann 2 Reihen vorher und hier vorne noch und dann ganz hinten. Also 1, 2, 3, 4, ja, bitte. Genau, also wir haben auch einen Chat, also es sind nochmal 60 Zuschauerinnen und Zuschauer über Zoom hinzugeschaltet und es gibt 2 kurze Fragen und zwar zum einen, wie hoch sind die Kosten pro Kilowattstunde Strom und Wärme bei tiefe Geothermie? Und die andere Frage nach der Endlichkeit der Geothermie. Also können wir das geothermische Potenzial der Erde verbrauchen als Menschheit oder ist das eine unendliche Wärmequelle? Wenn ich da die Frage beantworten kann. Also Geothermie gilt deshalb als erneuerbare Energie, weil es eben in menschlichen Zeiträumen denkend nicht zu erschöpfen ist. Sie haben einen kontinuierlichen Wärmestrom aus dem Erdinneren. Sie werden wahrscheinlich bei einem geothermischen Projekt mehr nutzen, als nachfließt. Eine geothermische Anlage ist
auf 50 Jahre geplant. Das hängt mit der Bewilligung nach Bergreich zusammen. Die wird ja dann für 50 Jahre ausgesprochen, wenn Sie den Bodenschatz Erdwärme gefunden haben. Nach 50 Jahren, so wird auch eine geothermische Anlage konzipiert, erfolgt dann eine Beeinflussung der Förderbohrung durch die Kaltwasserseite, wo das wieder zurückgegeben wird. Da kommt dann ein Grad an. So wird eine Anlage konzipiert. Das heißt, nach 50 Jahren beginnt eine Beeinflussung der Anlagen untereinander. Das heißt nicht, dass die Anlage dann stillzulegen ist. Also in menschlichen Zeiträumen unerschöpflich. Frage zu den Kosten. Wenn Sie heute Fernwärme aus Geothermie machen, sind Sie sofort wettbewerbsfähig. Sie haben hier die hohe Hürde der Investition zu schultern. Bohrungen sind teuer, aber dann haben Sie nur noch ganz niedrige Betriebskosten und das ist der Riesenvorteil dabei. Deshalb, wenn Sie gut finanzieren können und die meisten Stadtwerke können ja gut finanzieren, dann ist so etwas relativ leicht wirtschaftlich darzustellen. Bleiben wir in Traunreuth, weil da habe ich den Fernwärmeliefervertrag selber verhandelt. Da gibt es keine Subventionen für. Da musste man sich voll dem Wettbewerber am Markt stellen und gucken, ob die Stadtwerke Traunreuth mit ihren Ölkesseln können die arbeiten. Die haben Biomasseanlage dabei. Und da mussten wir mit der Geothermie auch wettbewerbsfähig sein. Also Fernwärme, München kriegt keine Subventionen dafür. Das läuft voll und ganz ohne Subventionen im Wärmebereich. Im Strombereich sieht es anders aus. Da läuft ja noch das Erneuerbare Energiengesetz. Da ist die Stromerzeugung aus Geothermie drin, wird mit 25,2 Cent pro Kilowattstunde subventioniert. Das heißt, subventioniert ist hier falsch. Das Geld wird bei Ihnen allen eingesammelt und dann über den Mechanismus des Erneuerbaren Energiegesetzes verteilt. Stromerzeugung ohne EEG-Subventionierung ist allerdings machbar. Wenn Sie eine reine Stromanlage haben, dann brauchen Sie die EEG-Subventionen, denn da werden Sie in den Gestehungskosten bei 16, 17 Cent, falsch formuliert, dann brauchen Sie die 25 Cent, um hier wettbewerbsfähig oder um hier als Unternehmer agieren zu können. Aber wenn Sie eine ORC-Anlage, und das ist der Kraftwerksprozess, der da hinten dran steht, in Verbindung mit Fernwärme sehen und nur den Restanteil verstromen, den Sie nicht in der Fernwärme unterbringen können, und diesen Restanteil dann ohne EEG am freien Markt verkaufen oder im eigenen Netz verbauen, sind Sie auch wieder wettbewerbsfähig. Also, was ich damit sagen will, Geothermie ist wettbewerbsfähig. Aber auch ergänzend, Thomas, aber auch da gilt, ich muss den Energiemix sehen. Ich muss die Aspekte der Umweltverträglichkeit sehen. Ich bin im Grundlastbereich, ich bin CO2-frei und solche Aspekte muss ich im Grunde geldwert, wie eine Nutzwertanalyse sehen. Wenn ich spitz auf Knopf gewinnmaximierend als Energieversorger unterwegs bin, dann gehe ich natürlich womöglich tatsächlich wieder aufs Gas oder auf eine andere Alternative. Ja, das heißt, ich muss schon schauen, dass ich unter Berücksichtigung der Gesamtaspekte tatsächlich im Wettbewerb diesen Energiefaktor beurteile und bewerte. Ja gut, aber da sind wir doch politisch dran. Wir haben doch in ganz Europa ein Emissionshandelssystem, was die fossile Energieerzeugung, sprich das Verbrennen von Gas, Kohle und Öl sukzessive teurer macht. Insofern verschiebt sich doch ganz automatisch die betriebswirtschaftliche Rechnung dann zu solchen Quellen, die per se gar kein CO2 ausstoßen mehr. Das heißt, die Perspektive spricht eher für Geothermie als für den Weiterbetrieb von Gaskraftwerken, völlig unabhängig vom Gaspreis. Vollkommen klar. Und das ist auch ein Riesenvorteil der tiefen Geothermie. Wir können CO2-Zertifikate erzeugen.
wollen wir ja nicht gegenreden. Ne? Das Thema ist nur, will ich jetzt wiederum warten mit der tiefen Geothermie, bis dann auch die jetzt neu angezapften Gasversorger, die ja auch nicht in Deutschland sitzen, weil ich habe es ja eingangs gesagt, wir sind nicht in der Lage, eigenversorgt damit zu arbeiten, auch nicht für die Übergangszeit, weil ein halber Jahresverbrauch haben wir da unten liegen, mehr ist es nicht. Ne? Das heißt, wollen wir warten, bis wir dann in eine neue Abhängigkeit, bis Katar irgendwann durchdreht und uns den Preis verändert oder selbst die norwegischen Freunde sind natürlich auch so unterwegs, dass sie ihr Geld verdienen wollen. Ich würde darauf nicht bauen. Ich würde sagen, jetzt beginnen, damit wir einen Teil der Autarkie sicherstellen. Absolut. War jetzt noch im Chat eine Frage? Nicht? Dann war hier vorne in der Mitte, einmal bitte die Hand heben, damit das Mikro sich findet. Ja, Sie waren gemeint, ja? Mal ein bisschen durchschlängeln. So, bitte. Ja, guten Tag, mein Name ist Müller. Ich komme wie Herr Kohl auch aus der Gemeinde Perl und betreibe dort seit 14 Jahren auch eine Geothermieanlage für mein Privathaus. Ich kann Ihre Frustration voll und ganz nachvollziehen, denn es geht im lokalen Bereich ganz genauso. Ja, wenn Sie mit Menschen sprechen und die fragen, Sie haben bei Ihnen den Schornstein vergessen, sage ich, nein, ich denke nur in die Zukunft. Und die Frage, die ich aber habe, und das ist etwas, was mich wirklich interessiert, von Ihrer Sichtweise aus gesehen, besteht die Möglichkeit oder wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, wenn ich jetzt sehe, dass Bereiche Berchtesgadener Land, Salzburger Bereich bis Voralpenland, dass da großflächig Bereiche mit Geothermie in Wärme vollständig genutzt werden können. Wie sehen Sie es? Ist das Saarland als Bundesland möglich, über Netze, die ja momentan existieren, aus Gas, wo man überlegt, später über Wasserstoff Wärme durchleiten zu können, könnte man theoretisch ja auch diese Netze nutzen für Wärme aus geothermischen Anlagen heraus? Besteht die Möglichkeit aus Ihrer Sichtweise, das Saarland geothermisch mit Wärme zu versorgen? Vielen Dank. Klares Ja. Klares Ja. Was die Netznutzung anbelangt, muss man gucken. Ne? Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Also die Fernwärmeschiene Saar ist ein gutes Beispiel. Entlang der Fernwärmeschiene Saar, und deshalb habe ich auch den Ausschnitt aus dem Geoinformationssystem vom LIAG gebracht, dort könnten Sie ein geothermisches Kraftwerk neben das andere stellen, zum Beispiel am Standort Ostbesonswerk Burbach, zum Beispiel am Standort Luisenthal, zum Beispiel am Standort früheres Kraftwerk Ensdorf. Die Sicherheitspfeiler sind da, darauf muss man ja auch hier im Saarland aufpassen. Dort könnte man hervorragend bohren und könnte das alles in die Fernwärmeschiene einschmeißen. Und dann bitte auch nicht zu vergessen, die Achse Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen, Homburg. Als junger Betriebsingenieur in Kamphausen, ich sagte es ja vorhin schon, hatte ich die Erfahrung gehabt in 1200 Meter 60 Grad Celsius. Das sind die alten Koks-Kohlenstandorte. Stichworte Maybach, Brefeld, Luisenthal auch, Kamphausen klarer Fall, Dechen, Heinitz, König in Neunkirchen. Genau das sind doch die heißen Standorte im Saarland. Genau die alten Bergwerkstandorte, wo eben der Sicherheitspfeiler noch da ist, wo Sie prima durchbohren könnten. Denn dem verritzten Bereich zu bohren, ist ein bisschen tricky. Das sind also für mich genau die Zonen im Saarland, wo man so etwas bitte mal untersuchen müsste, wie weit wir da vorankommen. Das sind nebenbei bemerkt aber auch die Zonen, wo die meisten Saarländer siedeln. Aber klares Ja, das geht und das ist auch wirtschaftlich. Oder wäre wirtschaftlich, so muss ich formulieren. Das heißt also, die Fernwärmeschiene Saar, die zum Teil marode ist, die in absehbarer Zeit notleidend wird, wegen der fehlenden Wärmeeinspeisung, müsste sozusagen in einem Masterplan ein ganz wesentliches Element sein. Und zwar nicht nur in dem Bereich, der heute existiert, sondern auch in dem Bereich, den man schon mal angedacht hat, nämlich von Saarbrücken aus Richtung Homburg, sie zu erweitern. Damit hätte man ein größeres Projekt und dann
gegebenenfalls auch die Möglichkeit, betriebswirtschaftlich gesehen Skalenerträge zu fördern? Auf jeden Fall. Und wenn wir dann noch die alte Überlegung aufgreifen, Forbach Schiering-Wendel mit anzuschließen, dann haben wir auch in EU-Projekten, können auch den Junkertopf anzapfen. Ja, natürlich, wenn wir klein-klein denken, ja, geht auch. Aber wenn wir groß denken, dann kann man hier auch private Investoren relativ schnell an Land ziehen. Dann kann man auch ganz andere Skaleneffekte realisieren. Wenn Sie mit einem Bohrunternehmer über zwei Bohrungen reden, naja, haben Sie auch die entsprechenden Preise. Dann müssen Sie es so machen wie die Erdöl-Erdgaswirtschaft, die vereinbart mit einem Bohrunternehmer 20 Bohrungen. Da kriegen Sie ganz andere Preise. Das ist doch vollkommen klar, Skaleneffekt. Und das gilt für alle Komponenten hier auf der Linie, um so etwas zu realisieren. Gut, hier vorne eine Frage. Ja, wir haben das ja gehört, der Hauptbatzen für die Energie, oder ein sehr großer Batzen für die Energiewende, liegt im Wärmebereich. Und viele Leute, die das versuchen, im Ganzen zu sehen, die wissen eigentlich, das geht eigentlich nur über die Wärmepumpe. Und natürlich Geothermie auch, aber auch wegen der tiefen Geothermie. Aber der große Batzen wird wohl über die Wärmepumpe laufen. Und da ist mal etwas in der Bredouille. Leider hat sich in den letzten Jahren es hin immer mehr zu Luft-Wasser-Wärmepumpen verschoben, die mittlere, wie sagt man, die Flächen, die oberflächennahe Geothermie ist also rückläufig. Und ich habe mir vorgenommen, eigentlich jetzt auch eine Wärmepumpe zu kaufen und bin auch jetzt schon weiterhin vorangekommen. Und ich weiß jetzt auch genau, warum die Leute keine Geothermie nehmen. Die ist einfach viel zu teuer. Früher hat man mal so gelernt, so vielleicht 10.000 Euro oder vielleicht sogar D-Mark in der Tiefenbohrung. Heute können Sie da 30.000 Euro für bezahlen. Das rechnet sich überhaupt nicht. Und ein Jahr im Voraus muss man das sowieso vorher angeben, sonst wird man gar nicht bedient. Jetzt ist die Frage, ist das nur eine Abschöpfung der im Moment reich fließenden Fördergelder oder wird das sehr teuer bleiben mit der oberflächennahen Geothermie? Also ich denke jetzt so 100 Meter, Größenordnung 100 Meter. Also ich denke, wenn ich die Preise so sehe und auch den Trend so sehe, muss man nicht die oberflächennahe Geothermie vergessen? Das will ich mal als provokative Frage an Sie stellen. Meine Damen und Herren, Sie haben Professor Kuhl gerade kennengelernt, mit dem wir ein Vorgespräch vor der Veranstaltung heute hatten, weil das Projekt, was er macht, bedeutet aus meiner Sicht, dass die oberflächennahe Geothermie, wenn man sich über bestimmte VDI-Richtlinien hinwegsetzt, sehr gut finanzierbar ist. Und ich kündige Ihnen an, dass wir dazu eine weitere Veranstaltung an, wo Professor Kohl sein Konzept darstellen wird, weil es sich durchaus rechnet, weil das, was Sie im Handel erzählt bekommen, was ich eben gehört habe, eigentlich mal schnell überdacht wird. Das wäre auch unser Hinweis. Nicht, dass wir Ihrer Frage ausweichen wollen, aber wir sind bewusst angetreten. Wir haben gesagt, wir grenzen Petrothermal aus bei der tiefen Geothermie und wir grenzen die oberflächennahe aus. Weil da würde man jetzt ein anderes Fass aufmachen. Dann reden wir über einen Einzelinvestor, über eine Einzelfamilie. Selbst mit unserer These haben wir ja gesagt, eine kleine Stadtwerke ist nichts für die tiefe Geothermie. Ich brauche Verbund, ich brauche mehrere im Bund. Über die Projekte reden wir. Und ich würde es nicht vermischen wollen, weil sonst haben wir wieder eine Mixlage und dann tut sich doch wieder gar nichts. Also Fokussierung auf die tiefe Geothermie und sonst ein Angebot von Ihnen, wenn da ja noch Ihre Erfahrungen kommen, super, dann kommen wir gerne und diskutieren das dann. Zweifelsfrei. Wobei, ich habe ja selber einige Jahre lang oberflächennahe Geothermieanlagen gebaut. Also die Zahl, die du da gerade eben genannt hast, also die erscheint mir doch ziemlich hoch. Also das ist, da muss man mal genauer hingucken, was da dir angeboten worden ist. Das kann ich so nicht nachvollziehen. Wenn die Angebote aus der Aktualität jetzt kommen, im Moment schießen die Preise sowieso durch die Decke. Das ist klar. Mal den Markt beruhigen lassen. So, wir haben jetzt eine Frage noch da hinten, die habe ich übersehen. Dann hier vorne eine, dann in der Ecke und drei gehen noch. Müssen. Einmal da hinten, einmal hier vorne und dann hinten in der Ecke. Guten Abend,
Mein Name ist Kiefer. Ich freue mich, dass wir dann wieder auf das Thema Tiefengeothermie zurückkommen. Deswegen sind wir ja auch alle hier. Hören Sie mich? Jetzt gut. Ja. Wunderbar. Also mein Name ist Kiefer. Ich habe eine Frage zur Rentabilität bzw. Profitabilität von Tiefengeothermie. Wir haben ja festgestellt, dass Tiefengeothermie eher ein Frontloaded Investment ist, also hohe Investitionskosten beinhaltet, während jetzt zum Beispiel die derzeitige Energieversorgung oftmals halt OPEX-lastig ist, also hohe Betriebskosten hat. Daher mal meine Frage, vielleicht mal konkret, jetzt mal hier in Saarbrücken. Was würde es denn kosten, eine geothermische Versorgung zum Beispiel in der für die Landeshauptstadt Saarbrücken, wo 10% der Fernwärmebenutzer halt versorgt werden können? Also als Rechenbeispiel, wie viele Bohrungen müssen wir dafür abteufeln? Sind Sie drei Schritte voraus. Wir können Ihnen natürlich nur Anlagen sagen, die laufen. Und sofern die gewillt sind, ihre Preise öffentlich zu legen, was wenige Betreiber machen, aber bei einigen kennen wir die Kosten, da kann man drauf sich beziehen. Aber im Grunde sind Sie einen Schritt weiter, weil zuerst mal müssen wir wirklich die Arbeit vorher machen und dann muss man es sauber durchkalkulieren. Also jede Zahl, die wir Ihnen jetzt nennen würden, ist so falsch, wie wir sie gerade schießen. Darauf aufbauend, vorsichtig mit Zahlen umzugehen, bitte. Braunreuth wurde finanziert von einem sogenannten Family Office. Das heißt, hier waren bayerische und österreichische betuchte Familien hinten dran. Die hatten eine entsprechende Renditeerwartung, vollkommen klar. Und als dann die Amortisationsdauer sich von 7 auf 9 Jahre erhöhte, waren die etwas verschnupft gewesen. Aber 9 Jahre ist ja auch noch ein einigermaßen überschaubarer Zeitraum. Man muss derartige Zeiträume in Betracht ziehen. Auch das Projekt Traunstein, an dem ich noch mitarbeiten durfte, auch dort stehen private Investoren hinten dran. Will damit sagen, auch private Investoren gehen hier ins Risiko rein und kümmern sich um tiefe Geothermie. Die machen das nicht, weil sie Geld zu viel haben, sondern weil sie ganz klar hier auch die Chance sehen, mittelfristig entsprechende Renditen zu erwirtschaften. Ihre Frage konkret für Saarbrücken kann ich Ihnen nicht beantworten. Wir haben uns an einem Standort in Saarbrücken das Ganze mal ein bisschen näher angeguckt. Und wir sollten hier eigentlich mal anfangen mit einem Projekt, um zu zeigen, dass sowas geht. Braunreuth hat mit Kraftwerk knapp 80 Millionen Euro gekostet. Eine Dublette, eine Bohrung 5000 Meter tief, eine Bohrung 5500 Meter tief. In der Größenordnung wird man hier auch bohren müssen. Ja, das sind hohe Investitionen, aber wie gesagt, Sie haben es eben selber gesagt, niedrige Betriebskosten hinten dran. Aber um Saarbrücken hier auf den Weg zu bringen, sollte man sich erstmal zusammensetzen und das zusammentragen, was hier an Informationen vorhanden ist, um dann in genauere Planung einsteigen zu können. Weil, jetzt mal ganz frech, das Traunreuth, wenn Sie sagen, das hat 80 Millionen Euro gekostet. Das Heizkraftwerk Römerbrücke hat ungefähr 10-mal so viel Leistung. Dann sind wir bei, das war vor circa 10 Jahren, wo das abgeteuft worden ist, da sind wir in einem Bereich von über 1 Milliarde Euro. Oder habe ich das falsch verstanden? Die Leistung des Heizkraftwerk Römerbrücke ist beispielsweise über 10-mal so groß wie das in Traunreuth. Moment, langsam. Traunreuth hat 5 Megawatt elektrische Leistung. Elektrische Leistung. Traunreuth hat eine thermische Leistung von fast 60 MW. Bei der Stromerzeugung haben Sie leider, der Herr Kano lässt grüßen, einen relativ geringen Wirkungsgrad. Deshalb ist es umso wichtiger, hier Fernwärme draus zu machen. Deshalb sind Sie nämlich wirtschaftlich, weil dort kriegen Sie, nein, nicht ganz, aber haben Sie einen Wirkungsgrad von 99%. Da ist ja nur der Wärmetauscher zwischendrin. Bei der ORC-Anlage haben Sie 12%, 13%, 14%. Je höher die Temperatur, umso ein bisschen besser. Aber mit 60 MW thermischer Leistung für eine Dublette kann man doch schon mal was anfangen, oder? Sebastian Dingel, Saarbrücker Zeitung. Ich nehme also mit, dass Geothermie eine tolle Sache ist, die sehr viel Investitionen erfordert. Danach hat man preisgünstige Energie.
Ich denke jetzt mal an die Großindustrie, wie zum Beispiel die BASF, die ja doch dann wohl auf günstigem Gebiet auch noch liegt. Denken die über sowas nach oder warum machen die sowas nicht? Müssen Sie die BASF fragen. Zufällig ist Uniper, glaube ich, eine Tochter. Das heißt, womit verdienen die ihr Geld? Gas. Und ob sich der Vorstand mit der Frage beschäftigt, müssen Sie ihn fragen. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, ich gehe bald lieber Golf spielen, wie dass ich versuche, lernresistente Menschen überzeugen zu wollen. So, dann haben wir noch eine Frage hier vorne. Aber ich darf Ihnen vielleicht eins sagen. Es gibt durchaus saarländische Unternehmen, mit denen wir im Gespräch sind, auch größere saarländische Unternehmen. Allerdings habe ich einen Maulkorb an, die sich genau für dieses Thema interessieren und die uns eingeladen haben, mal näher miteinander darüber nachzudenken. Und der Stein ist im Wasser. Es gibt auch im benachbarten Rheinland-Pfalz größere Städte, die durchaus sehr eingehend mit dem Thema schon reden. Dort ist es zum Teil auch schon publiziert. Ich habe ja gesagt, sehr früh Öffentlichkeit einbinden ist eine Erfolgsgarantie. Ja, Matthias Simmer, Privatier, mittlerweile Rentier. Eine kritische Frage möchte ich doch in den Raum werfen zum Thema Sicherheit. Sie haben gesagt, in Landau wurden handwerkliche Fehler gemacht. In Staufen weiß jeder, wenn man Gips anbohrt und dass der sich ausbreitet. Wie sicher könnten Sie so einen Kraftwerksring im Saarland erstellen? Herr Neukanz hat so eine Anlage verantwortet, gleich noch ergänzen. Ich sage es immer nur als begleitender Berater. Zunächst mal, ich habe schon, glaube ich, den Satz gesagt, es gibt keine Energieversorgung ohne Nebenwirkungen. Dessen müssen wir uns klar sein. Kein Windkraft, keine Photovoltaik-Diskussion ohne Nicht-Nebenwirkungen zu haben. Die Nebenwirkungen bei der tiefen Geothermie, und deswegen grenze ich Ihr Thema Staufen jetzt mal gleich wieder aus. Staufen ist ein oberflächennahes Ereignis gewesen und hat in der Geothermie viel kaputt gemacht, gerade für die tiefe Geothermie. Man muss es einfach differenzieren. Und wenn Sie sehen, da sind Gutachter zum Ergebnis gekommen, dass da strafbare Handlungen bzw. Unterlassungen begangen worden sind. Ja, auch solche Stimmen stehen im Raum. Stichwort Landau, das ist nachzulesen im Internet. Das war eine tiefe Bohrung, aber auch dort wurden Unterlassungen getätigt. Man hat Leckwasser gehabt, was man negiert hat. Und das heißt, es waren außer eines Gutachters strafbare Unterlassungen. Also wir kennen die Kritiken, das geht auch Thema Radon, all die, den Themen muss man sich stellen, Lärm, ne? Also das wäre fatal, wenn wir jetzt sagen würden, alles gut, alles toll. Ne? Aber nach derzeitigen Gesichtspunkten als Ingenieur kann ich Ihnen sagen, handelbar. Und wenn das eine gute Betriebsführung, eine verantwortungsvolle Betriebsleitung dann auch so handelt mit entsprechender Überwachung, ist das Risiko gegenüber anderen Energieversorgungsträgern sehr begrenzt. Sehr begrenzt. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie hier den Finger in die Wunde legen. Ja, ob das jetzt... Landau ist ein schlechtes Beispiel, Staufen ist ein noch schlechteres Beispiel. Beides ist unter der Rubrik... Ja, ist aber bitte, Herr Waschert, unter Fusch und Murks am deutschen Bau abzuhaken. In Landau, Tiefbohrung, normalerweise wird bis zum Austreten der Zementbrühe zementiert. Das heißt, der Ringraum zwischen Verrohrung und Gebirge wird auszementiert. Und zwar wird die Zementbrühe reingepumpt und es wird gepumpt, solange bis oben wieder der Zement rauskommt, um sicherzustellen, dass eben ordentlich zementiert worden ist. Und das ist genau. Und wenn Sie dann 3 Metern Leckagen. Und wenn Sie dann plötzlich kein Geld mehr haben, um noch 2, 3 Zement-LKW zu bestellen, also Fertigbeton-LKW zu bestellen, und hören dann auf, Entschuldigung. Und wenn Sie sehen, wer der Anteilseigner war, das waren große Energieversorger, die haben gesagt, das fällt jetzt auf unsere sonstigen Tätigkeiten negativ zurück. Also ziehen wir uns lieber zurück. 2014 war ja, oder 13 Ende ist eingestellt worden. Man hat 2018 eine Revitalisierung, dritte Bohrung war immer noch in der Diskussion. Im Moment tut sich da nichts, weil viele wollen sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit einfach nicht die Finger verbrennen. Und jetzt sage ich auch nochmal kritisch, wir müssen uns als Gesellschaft auch langsam fragen, wie viel Industriefeindlichkeit oder Freundlichkeit brauchen wir, um zu überleben auf dem Standard, den wir halten wollen. Wir können nicht von Energiewende reden und sagen, der Strom und die Wärme fallen irgendwo vom Himmel, ohne dass es Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Und deswegen ist der Begriff des kontinuierlichen Lernens und des Verbesserns, der ist wichtig, in den Energiemix mit aufzunehmen. Den haben wir in der Vergangenheit nicht gehabt. Und deswegen ist auch wichtig, der Wandel weg von den Fossilen hin zu den Regenerativen. Aber wir müssen einfach respektieren, auch wie viel Autarkie wollen wir in der Energieversorgung haben. Wollen wir auf unsere europäischen Freunde uns vertrauen und sagen, wenn wir Energie brauchen, kriegen wir die. Das haben Sie ja gesehen, wie es im Sommer aussieht. Wenn wir den Franzosen nicht über den trockenen Sommer geholfen hätten, hätten die also mit Kerzlein da gesessen abends. Aber um konkret darauf einzugehen. Ja, ein geothermisches Projekt ist risikobehaftet. Aber wenn Sie Stand der Technik einhalten, wenn Sie bereit sind, auch zu lernen und mit offenen Ohren und Augen über die Bohrstelle gehen, dürfte Ihnen eigentlich gar nichts passieren. Nur, und da muss ich als Planer und Begleiter von verschiedenen Investoren ganz immer wieder darauf hinweisen, im Vorfeld muss entsprechende Arbeit gemacht werden. Im Vorfeld muss sauber geplant werden. Im Vorfeld müssen die Risiken betrachtet werden. Wenn es dann ans Bohren geht, 40.000, 50.000 Euro pro Tag, dann sollte man bitte seine Hausaufgaben gemacht haben. Dann sollte man auch den Plan B und den Plan C in der Tasche liegen haben, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es geplant hat. Überraschungen wird es immer geben. Aber ich wiederhole mich, das sind machbare Projekte, das ist Stand der Technik und für Fusch und Murks stehen wir nicht. Bevor wir zur letzten Frage kommen, nur eine kleine Ergänzung. Natürlich haben wir immer Nebenwirkung bei unserer Energieerzeugung und unserer Energieversorgung. Dessen müssen wir uns im Klaren sein. Und wenn wir das sind, dann müssen wir auch feststellen, dass wenn wir solche Sachen wie Lieferkettengesetze, also die Auswirkungen unserer Handlungen hier in Deutschland auf andere Länder und die Menschen, die dort leben, ernst nehmen, dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass auch andere Energieformen, die wir importieren, entweder direkt stofflich oder über Anlagentechnik, die woanders gefertigt werden, auch uns im Klaren darüber sein, dass es dort Nebenwirkungen gibt. Und da ist es vielleicht in der Tat dann sinnvoller, hier vor Ort zu unseren Standards Energie zu erzeugen. Das nur soweit noch. Und jetzt eine Frage ganz hinten aus der Ecke. Bitte sehr. Ja, Markus Nüttgens, letzte Frage ist immer so eine Sache. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mal ein bisschen gedaddelt, gegoogelt und habe mir noch mal das Haushaltsbegleitgesetz angeschaut, ne, was unter Transformationsfonds läuft. Und da finden Sie ja den berühmten Punkt 5, energetische zukunftsgerechte, nee, falsch 4, Auf- und Umbau der Infrastruktur, die im Zuge des Energiepreisschocks beschleunigte Energiewende, zum Beispiel Bereich grüner Wasserstoff. Dort steht nicht Geothermie. Und jetzt meine Frage, das ist ja ein politisches Statement, was man setzen will damit. Und der Herr Weizsäcker hat ja mal bei der Frage nicht, wer das denn verantworten könne, so ungefähr diese 3,5 Milliarden in den Raum zu stellen, wenn ein Land schon stärker verschuldet ist als Griechenland und schon langsam Richtung mal 5 das sozusagen sich verschuldet, gesagt, ich muss dem Land eine Perspektive geben, vielleicht geht es gar nicht ums Geld, vielleicht geht es um das Mindset, dass sich was bewegt. Nicht? Wir wissen ja, diese Fonds werden ja manchmal gar nicht ausgegeben, sondern sind ein politisches Instrument, um was in eine Richtung zu bringen. Und jetzt meine Frage, grüner Wasserstoff, da sollen ja, glaube ich, 500 Millionen, um die 3,5 Milliarden von der Saarstahl zu stemmen, reingeschoben werden. Das ist ein Großprojekt im Saarland, aber ist nicht das Geothermieprojekt sozusagen der große oder kleine Bruder dazu? Welches Budget würde gebraucht und wer bringt das in Bewegung, dass es dazu einen Masterplan gibt? Ich würde an Ihrer Stelle jetzt nicht auf den Plan warten, der 2011, 12, 13 nicht fortgeschrieben wurde, sondern muss wahrscheinlich von oben den Deckel draufsetzen, so wie der Saarstall gemacht hat. Die bauen jetzt komplett einmal um, mit vollem Risiko allerdings. Und ich halte das für ein Vielfaches riskanter für Saarland, zumindest mal für Saarstall, was die machen, als wenn wir hier Geothermie machen würden mit 500 Millionen, weil da wüsste ich jetzt schon, da kriege ich mehr als 1 Euro zurück. Ob Saarstall die 3,5 Milliarden zurückbekommt, ist ein unternehmerisches Risiko, was abgefedert wird mit dem Teil öffentlichen Geldes, ist völlig unklar, weil dazu muss man erstmal den grünen Wasserstoff hierher bekommen, importieren, während wir die Wärme im Boden haben. Jetzt meine Frage,
Wären Sie bereit und willens, dort ein Dokument im Namen der Bürger des Saarlandes zu verfassen und das Richtung Transformationsfonds mal weiterzuleiten, damit der Beirat, bevor der anfängt, die Gelder zu verteilen, vielleicht auch mal über diesen Teil nachdenkt? Im Prinzip klares Ja. Man kann sicherlich diese 500 Millionen, die Sie hier in Richtung grüner Wasserstoff, Richtung Saarstahl denken oder sehen, im Rahmen des Transformationsfonds, wenn wir die in die Geothermie reinstecken würden, da wären wir sehr schnell sehr viel weiter und könnten dann auch, das wäre ja dann der Eigenanteil, den Sie beim BEW zum Beispiel brauchen, den Sie bei dem Junkertopf brauchen, damit könnten man sofort ganz andere Gelder noch auf diese Art und Weise mobilisieren. Dieser Hebel, der wäre höchst wünschenswert und ich habe überhaupt kein Problem, dem Herrn von Weizsäcker einen freundlichen Brief zu schreiben oder mit zu verfassen, wo derartige Gedanken mit drin sind. Wenn Sie aber über grünen Wasserstoff nähere Informationen haben wollen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Da hinten sitzt der Professor Heck vom Umweltcampus Birkenfeld. Der ist ein ausgesprochener Fachmann auf dem Thema, was grüner Wasserstoff angeht. Es ist schön, wenn wir alle plötzlich hier Wasserstoff denken. Tolle Sache. Meine Damen und Herren, wenn wir alle Flecken in Deutschland mit Photovoltaik und Windkraft zudecken und daraus dann grünen Wasserstoff erzeugen, dann werden wir vielleicht ein Viertel, maximal ein Drittel des Wasserstoffs hier erzeugen können. Der Rest muss importiert werden. Am besten aus Nordafrika. Wir reden aber wir machen uns mal wieder abhängig. Wir reden nicht dagegen. Ne? Also der Weg, das forschungsmäßig, entwicklungsmäßig zu begleiten, ist richtig. Aber bis heute kann ja keiner so richtig kalkuliert sagen, was wird das am Ende kosten, weil wir ja auch die ganze Sicherheit, ich bin Sicherheitswissenschaftler und ich kann Ihnen nur sagen, von der Sicherheit habe ich mehr Fragen wie Antworten zurzeit zu dem Thema. Wenn ich da etwas ergänzen dürfte. Ich habe es ja nicht als Widerspruch angesehen, weil das eine scheint politisch gesetzt. Und mit den 500 Millionen werden ja auch Gelder jetzt gehebelt werden, die woanders herkommen. Ich wollte nur fragen, nach dem Motto, hätten wir nicht noch eine zweite und bessere Alternative, Investition, die diesen Zielen, die hier gefordert werden, noch gerechter würde. Ja? Nach dem Motto, man kann ja das Gute noch besser machen. Ich behaupte, klares Ja. Schön. Und ich denke mal, das ist ein gutes Schlusswort. Die Zeit ist doch arg vorangeschritten. Das beweist aber, wie gut. Das beweist, wie gut unsere Experten aufgestellt sind bei ihrem Thema. Sollte man erwarten können, ist auch so. Und es beweist auch, wie interessiert Sie sind im Publikum, sowohl hier im Saal als auch draußen an den Bildschirmen, dass Sie dieses Thema so intensiv überlegen und Fragen stellen, die doch dann etwas sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als wir gedacht haben. Aber das haben wir gerne gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die hier waren, allen, die zugehört haben, die zugeschaut haben und die Fragen gestellt haben. Und ich glaube, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Draußen ist etwas vorbereitet. Nochmal vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Danke.